Ja, guten Abend. Ich sehe gerade, die Zuschauerzahlen gehen nach oben. Ich warte noch mal eine Sekunde hier ab, bis es dann gleich losgeht, bis sich alle dazugeschaltet haben. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ja, ich bedanke mich vor allem bei Ihnen und euch, Sonntagabend, und Sie oder ihr seid interessiert am Thema Frauen in Führungspositionen, ab durch die gläserne Decke. Wo sind Sie oder wo seid ihr hier gelandet? Das ist eine Veranstaltung der AG Frauen und Gleichstellung der Abgeordneten aus Landtagen, Bundestag und Europaparlament der FDP-Fraktion, heißt ein Zusammenschluss aller frauenpolitischen und gleichstellungspolitischen Sprecherinnen und Sprecher. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend Zeit haben und Lust haben, auch mitzudiskutieren. Es soll also auch eine Möglichkeit geben, richtig aktiv zu werden nochmal. Und eigentlich hatten wir uns gedacht, dass wir nämlich uns treffen würden in München. Und diejenigen, die die Möglichkeit haben, dann auch persönlich zu sehen, das ist nun mal aufgrund der Situation nicht möglich. Aber wir bekommen trotzdem gleich ein kleines Grußwort aus Bayern von unserer Landtagsabgeordneten Julika Sand. Mein Name ist Maren Jasper-Winter. Ich bin Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus. Für die, die nicht aus Berlin sind, das ist unser Landtag. Der heißt im Berlin Abgeordnetenhaus. Und ich bin dort zuständig für die Themen Frauen, also frauenpolitische Sprecherin, bildungspolitische Sprecherin im Bereich berufliche Bildung und mit Finanzfragen im Hauptausschuss betreut. Und ich freue mich sehr, dass wir es heute Abend über das wichtige Thema sprechen, wie wir mehr Frauen in Führungspositionen bekommen. Und ich möchte direkt eigentlich loslegen. Julika Sand ist Mitglied des Landtags und sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Fraktion. Eigentlich ist ihr Hintergrund journalistisch. Aber sie ist 2018 jetzt sozusagen, ich glaube, Julika Vollzeitpolitikerin als Abgeordnete, und dein großes Herzensthema ist Vereinbarkeit, Familie und Beruf, und the floor is yours. Danke, ja. Herzlich willkommen auch ab durch die gläserne Decke. Herzlich willkommen bei uns FDP-Parlamentarierinnen mit unseren tollen Gästen auch heute Abend. Und wir haben auch eine ganze Menge Diskussions- und Handlungsbedarf. In den DAX-Unternehmen liegt der Frauenanteil in Vorständen bei nur 12,8%. Er steigt so langsam, dass es bei gleichem Tempo bis zum Jahr 2052 dauern würde, bis Männer und Frauen gleichermaßen in den Vorständen vertreten wären. Und im internationalen Vergleich sieht es auch nicht gut aus. Unter den 27 EU-Ländern belegt Deutschland hier gerade mal den Platz 24. Für die Spitzenjobs in Deutschland stünden auch deutlich mehr Frauen in den Startlöchern. Also in der Ebene unter den Vorständen arbeiten immerhin schon mal 19% Frauen. Und in der dritten Ebene sind es dann schon 23. Also es gäbe die Möglichkeit, es wäre das Potenzial da, es wäre die Frauenpower da und es wäre möglich, dass mehr Frauen die gläserne Decke durchbrechend in den Vorständen mitarbeiten. Dass so wenig Frauen in den Vorständen sind und so wenig Möglichkeiten haben, Gestaltungsmöglichkeiten haben, ist nicht nur unfair gegenüber einer guten Hälfte der Bevölkerung, also eine Frage der Moral. Es ist auch ein ökonomischer Nachteil, weil gemischte Teams sind erfolgreicher. Darüber gibt es verschiedene Studien, unter anderem die McKinsey-Studie Delivering Through Diversity. Die kommt zu dem Schluss, dass ein hoher Frauenanteil im Top-Management den Geschäftserfolg mit einer Wahrscheinlichkeit von 21% steigern kann. Die Frage ist jetzt, wie erreichen wir mehr Gleichberechtigung und Vielfalt auf allen Stufen der Karriereleiter? Ja, seitens der Politik, die Marin hat schon erwähnt, ich bin in dem Ausschuss, der sich auch um das ganze Thema frühkindliche Bildung kümmert, ist natürlich Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein wichtiger Hebel, denn es könnten sich zwar Männer genauso gut um Kinder kümmern, aber in der Realität bleiben doch sehr viele Aufgaben mehrheitlich eben auch bei den Frauen hängen. Wir brauchen also deshalb eine sehr gute, verlässliche und ganztägige Kinderbetreuung, eine flexible Kinderbetreuung. Und ich sage gut, weil ich denke, dass gerade Frauen, die Wert auf den eigenen Erfolg legen,
auch großen Wert auf den Erfolg ihrer Kinder legen. Und deshalb ist es so wichtig, dass die Qualität einfach auch stimmt, dass man sich darauf verlassen kann, dass die Kinderbetreuung richtig top ist, dass die Kinder super gefördert werden und auch Spaß dabei haben. Eltern müssen sich darauf verlassen können, also dass ihre Kinder optimal unterstützt werden mit flexiblen Öffnungszeiten und aber auch mit flexibler Ganztagsbetreuung an Schulen. Aber es ist auch nicht alles mit diesen Schulzeiten, kann nicht alles abgedeckt werden und Kita-Zeiten auch, es muss auch mehr Möglichkeiten geben, Personalbetreuungskosten abzusetzen. Der Höchstbetrag muss auch deutlich ausgeweitet werden. Wir diskutieren heute mit den tollen Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und auch Politik über mögliche Lösungsansätze. Das geht natürlich noch weit über das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf hinaus. Es geht um Fragen wie Transparenz. Wie schaffen wir Anreize? Brauchen wir Quoten oder gibt es Alternativen? Gibt es kaskadenartige Modelle zum Beispiel, wie man Frauen aus der darunter gelagerten Ebene besser fördern kann? Welche Möglichkeiten gibt es? Ja, wie durchbrechen wir am besten die gläserne Decke? Ich denke, wir müssen heute drüber reden, wie wir Löcher reinschlagen in die gläserne Decke, wie wir uns gegenseitig auch durchheben. Das ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir Frauen da auch zusammenhalten und uns durchziehen und durchheben und auch von oben durchheben. Denn das Gesetz der Schwerkraft sagt, von oben kann man so eine gläserne Decke sehr viel leichter durchbrechen, also einschlagen und andere hochheben als von unten. Und da wünsche ich mir auch, dass oben öfter mal jemand steht, der dann auch mal wirklich den Hammer in die Hand nimmt und diese gläserne Decke durchschlägt. Sei es eine der wenigen Frauen, die schon da ist, oder sei es auch mal ein Mann, der dem bewusst ist, welchen Mehrwert Diversität in den Führungsetagen hat. Es gibt diese Männer und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen, wie wir genau die mitnehmen und die auch als Multiplikatoren hier für unsere Anliegen gewinnen. Ich habe neulich, saß ich mit meiner Mutter und einer Freundin von ihr zusammen, also eine Generation älter, und die redeten dann über Politik und dass Männer nur die Macht wollten und fragten dann, wie ist denn das mit dir eigentlich? Du willst doch nicht nur Macht und keine Macht. Und da musste ich kurz durchatmen, weil ich mir gedacht habe, natürlich brauchen wir Macht, aber ich musste erst mal erklären, weil es erstmal so ein Frauen und Macht, das ist so ein Pfui-Bad-Ding. Eine Frau, die Macht will, ist eine furchtbare Xantippe. Aber es geht ja nicht um Macht zum Selbstzweck. Es geht nicht um Macht aus Egoismus. Aber wenn wir, Macht ist Gestaltungskraft. Und jede Frau, die die Welt für andere Frauen, auch für sich, aber auch für andere Frauen, ein Stück besser machen will, sollte sich auf keinen Fall vor Macht scheuen, sondern nachgreifen und auch anderen Frauen dazu verhelfen. Denn nur so können wir was bewegen, können wir was weiterbringen und uns gegenseitig auch unterstützen und uns gegenseitig auch verhelfen. Wie gesagt, es geht darum, dass Männer und Frauen gut vertreten sind, stark vertreten sind, dass starke Frauen wirklich mitmischen. Und da gibt es auf allen Ebenen ganz viel anzupacken, ganz viel zu tun und für heute Abend jede Menge Diskussionsstoff. Und in diesem Sinne, Feuer frei. Vielen Dank, Julika. Apropos Feuer frei, die erste Frage kam schon über den Chat rein. Ich würde sagen, wir machen erstmal etwas weiter, aber die Frage ist hier auf alle Fälle gut aufgehoben und wir kommen gleich, wenn es ums Politischere geht, dazu. Ich möchte zuerst mal mein tolles Podium hier vorstellen. Also nochmal herzlichen Dank an Julika für die tolle Einstimmung zum Thema. Wir haben 4 wunderbare Diskussionsteilnehmer und Teilnehmerinnen. Nina Strassner ist bei SAP Leiterin von Diversity und Inklusion. Sie ist der Head dieser Abteilung. Sie beschäftigt sich mit vielen, vielen tollen Ansätzen, die SAP hier umsetzt, vorbildhaft. Und das wird bestimmt mega spannend für uns werden. Sie ist Juristin, Rechtsanwältin, ich glaube Fachanwältin für Arbeitsrecht. Und ich habe heute noch mal ein Interview gelesen. Ich musste herzlich lachen, weil sie auch noch eine andere Tätigkeit ausübt. Jura-Mama ist ihr Blog und das ist sehr unterhaltsam und steckt viel Wahres drin und verrät auch vieles über Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen. Also herzlich willkommen, Nina Strassner. Jetzt wäre ja eigentlich ein Applaus fällig, aber den können wir jetzt nicht hören. Tosend zu Hause alle hier hätten natürlich applaudiert. Valerie Holzbohr.
Sie ist auch Juristin, Volljuristin, und sie ist zwischen 2017 und 2019 die erste und auch einzige Frau im dreiköpfigen Vorstand der Bundesagentur für Arbeit gewesen und dort verantwortlich für die Bereiche wie Controlling, Finanzen und Personal, und hat auch schon verschiedene andere Tätigkeiten in Verbänden, auch als Hauptgeschäftsführerin eines großen Verbandes ausgeübt. Und ich begrüße Sie sehr, sehr herzlich, da sie auch noch mal eine etwas andere Perspektive reinbringen kann aus der Verbands- und Bundesagentur für Arbeitssicht. Herzlich willkommen, Frau Holzbohr. Robert Franken kommt auch aus der Wirtschaft. Man kennt ihn vielleicht, weil er verschiedene Startups auch mitgegründet hat. Ich meine, Herr Franken, es war Obia, dieses Familienportal, Online-Portal, und Chefkoch, wo Sie mit Ihre Finger im Spiel hatten. Und Sie beraten aber mittlerweile die Unternehmen, sozusagen den Blick von außen, in ihrer Transformation hin zu Diversity, Gender Equality, insbesondere aber auch ansonsten in Wandlungsprozessen. Und Sie engagieren sich bei Panda, das ist ja ein Netzwerk für Frauen in Führungspositionen. Herzlich willkommen, Herr Franken. Und Nicole Bauer, sie ist Mitglied des Deutschen Bundestages, sie ist frauenpolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion, bevor sie 2017 in den Bundestag einzog, war sie in einem großen Konzern tätig als Wirtschaftsingenieurin. Sie kennt also auch die Unternehmensbrille, sogar in einem eher technisch oder ingenieurgeprägten Bereich. Nicole, ich freue mich, dass du heute auch mit dabei bist. Ja, und wir sind eigentlich schon bestens darauf eingestimmt, auf unsere Diskussion heute. Einerseits super freudig, denn gestern Abend endlich, die USA scheinen dann einen Präsidenten zu haben, und wir haben eine erste weibliche Vizepräsidentin. Und ich finde, sie sagt was, etwas ganz Tolles gesagt, dass es nicht nur darum geht, dass sie jetzt Vizepräsidentin ist, sondern dass jetzt Mädchen überall sehen und junge Frauen, dass man es auch als Frau mit Migrationshintergrund so weit schaffen kann. Und also ich muss sagen, ich war super positiv und wirklich bestens gelaunt, trotz dieser turbulenten Zeiten. Und Frau Strassmann, Sie waren bestimmt auch sehr, sehr gut gelaunt gestern. Großartig. Kann ich mir vorstellen. Und was Sie aber in so nicht so gute Laune bringen, ist dieser Begriff Frauenförderung. Das habe ich auch schon mal gehört. Dann wird man so ein bisschen stutzig. Ne? Sie sagen, Frauen brauchen ja eigentlich keine Nachhilfe. Was brauchen denn die Frauen aus Ihrer Sicht? Ja, genau. Da sind wir also schon beim Aufhänger. Ich meine, gut, schlechte Laune kriege ich wirklich von noch deutlich schlimmeren Dingen als den Begrifflichkeiten. Aber man muss sich ja schon auch über Begriffe Gedanken machen. Ne? Und Frauenförderung suggeriert genau das, was Sie sagen, im Wording der Nachhilfe. Das heißt, mir wäre es lieber, wenn wir so insgesamt uns darauf konzentrieren, Frauen zu befördern, anstatt sie eben endlos zu fördern. Also an sich ist an Förderungen gar nichts falsch. Es müssen beide Geschlechter gefördert werden, wenn etwas ungleich ist und strukturelle Nachteile bestehen, sicherlich auch mehr. Ne? Aber oftmals wird halt der zweite Schritt vergessen, nämlich die dann gut vorbereiteten und talentierten Frauen und Männer, aber in dem Fall die Frauen dann auch zu befördern und halt da den zweiten Schritt zu machen. Deswegen ist mir das immer wichtig, auch in so Programmen, die man dann auch in so einem Unternehmen macht und Initiativen und so, auf dieses sensible Thematik auch einzugehen, dass einfach nicht der Eindruck entsteht, dass Frauen da besonders Nachhilfe bräuchten. Und können Sie uns erklären, was ist so das Wichtigste, was denn Frauen eigentlich bräuchten, um im Unternehmen auch den Weg nach oben zu finden? Mhm. Ist es eher eine kulturelle Frage im Unternehmen oder ist es Strukturen oder sogar beides? Wenn Sie mir jetzt sagen würden, also bei SAP haben wir 1, 2, 3 gemacht und das war besonders wirkungsvoll, also nicht die berühmte Nachhilfe, sondern was ist so Ihre Lessons learned aus dem letzten, wenn Sie uns ganz kurz sagen können, was ist die beste Form? Das wäre so wundervoll, ne, wenn man da so eine One-Size-Fits-All-Lösung hätte, aber Sie haben es eigentlich in Ihrer Anmoderation schon schön gesagt, das, was wir gestern Abend gesehen haben mit Kamala Harris,
ist Sichtbarkeit. Das hat sie ja ganz deutlich gesagt. Jetzt sehen Mädchen überall auf der Welt ein Vorbild. Und ich finde es auch wichtig, dass auch kleine Jungs übrigens auch dieses Vorbild sehen. Denn auch kleine Jungs können ja große Frauen als Vorbilder haben. Das heißt, auf ein Unternehmen wiederum übersetzt, ist es letztlich auch eine Frage von Sichtbarkeit, weil Talent, das da ist, muss gesehen werden, muss gehoben werden, muss sichtbar gemacht werden. Und da kommen dann natürlich viele, viele strukturelle Sachen mit rein, dass Frauen mit ihren Netzwerken oft nicht so präsent sein können. In der Politik gibt es die Probleme ja oft ganz genauso. Und dass wir sehr oft die Rückmeldung bekommen, Mensch, das ist ja großartig, was wir da für Talente haben, die man dann, ne, in dem Augenblick, in dem man sie gesehen hat, entsteht dann natürlich auch der Druck, dann da auch nicht locker zu lassen und die nicht irgendwo hin zu verlieren. Und da kommt dann natürlich die größere Herausforderung nach oben hin. Frau Holzbauer, Sie sind ja auch sehr sichtbar und auch sichtbar gewesen in Ihrer Position in der Bundesagentur für Arbeit, dort im Vorstand. Und Sie haben gesagt, oh, das ist ja schon fast unerträglich, dass immer gesagt wird, Sie seien die einzige, erste und einzige Frau, dass man da auch so reduziert wird. Was ist Ihre Erfahrung? Ist das mit dieser Sonderrolle der Frauen und der Sichtbarkeit, ist das was Positives, dass man dann auch sehr sichtbar sein kann, wenn man sich da durchgeschlagen hat? Oder wie sehen Sie das rückblickend? Ja, also in meiner Brust schlagen da zwei Herzen, weil ich träume natürlich von einer Zeit, in der es überhaupt nicht mehr thematisiert werden muss, ob jemand, der jetzt eine bestimmte Position hat, Mann, Frau, welche Herkunft oder Orientierung oder so jemand hat. Das ist eigentlich mein Idealbild. Und jetzt wird man unglaublich dahingehend beraten, dass man auch das Frausein in einer bestimmten Position überhaupt nicht thematisiert, also völlig ignoriert. Und das halte ich aber auch für falsch, denn zum Thema Sichtbarkeit gehört ja auch dazu, und das haben wir gerade auch zu dem Blog von Frau Strassner gehört, es gehört einfach dazu, dass man ja auch lebt. Also man arbeitet ja nicht nur, man ist ja immer auch der Mensch ein Stück weit dabei. Und zu thematisieren, dass man selber auch weiß, wie das ist, wenn man als Mutter in der Früh rausrennt und den Flieger erwischen muss und vielleicht alle Widrigkeiten des Lebens daherkommen. Also ich finde, es gehört mit dazu. Es gibt nur nicht wenige Umfelder, in denen man sich diese Offenheit auch sagt, sanktionslos erlauben kann. Also das heißt, wenn man das Risiko eingeht in so einer Position und sich auch ein Stück weit öffnet mit seinem persönlichen Hintergrund, ich glaube, dass ich damit auch anderen Frauen helfe, aber es macht natürlich sofort auch wieder angreifbar. Und solange wir in dieser Übergangsphase sind, dass wir noch nicht da sind, wo wir hinwollen, ist es für jede Frau oder für jeden, der irgendein besonderes Merkmal mit sich bringt, ein Risiko, sich persönlich zu öffnen. Ich würde das Risiko bis zu einem gewissen gerade immer wieder eingehen, denn ich wäre auch nur dahin gekommen, wo ich jetzt bin, oder ich bin da nur hingekommen, dadurch, dass ich auch immer wieder Frauen erlebt habe, die mir sehr offen erzählt haben, was ihr Hintergrund ist und dass wir alle nicht über Wasser gehen können und dass jeder manchmal sich sehnt nach nur 3 Minuten im Flugzeug Schlaf oder so, das gehört halt zur Realität dazu. Also ich glaube, der richtige Weg ist lieber ein bisschen angreifbar und dafür andere mitreißen, als sich hinter einer Burg verschanzen, weil dann hat die gesamte Sache nichts davon. Im Vorgespräch sagten Sie mir, Ihnen sei ganz, ganz wichtig, dass dieses Vorankommen für Frauen auch eben eine Gemeinschaftsaufgabe zwischen Männern und Frauen ist. Haben Sie da gute Erfahrungen gemacht oder was kann man da noch, wie kann man das befördern eigentlich? Ja. Wenn man Männer mit an Bord holt. Also ich habe immer richtig körperlich gelitten, wenn ich gemerkt habe, das Thema Kultur und Diversität werden so als Schnickschnack-Themen angesehen. Wenn alles andere harte erledigt ist, dann macht man so ein bisschen Schnickschnack. Und ich bin so ein prozessorientierter Mensch. Also wenn ich sehe oder ich beschreibe mich immer so als Osteopath von Wirtschaft und Organisationen. Also ich spüre, wo Energie fließt oder wo sie nicht fließt. Und für mich ist ein Element von Risikomanagement und funktionierenden Prozessen,
dass unterschiedliche Sichtweisen von Menschen einfließen. Das ist Alter genauso wie Geschlecht und alles. Und wenn das nicht funktioniert, wenn man nur in so Bestätigungsmeinungsblasen ist, dann passieren Fehler. Und deswegen sage ich, das Thema Diversität und eben auch Frauen ist nicht ein Frauenthema, sondern ein Thema von jedem, der will, dass einfach Prozesse und Vorgänge gut laufen. Und das, worauf Sie anspielen, was ich im Vorfeld schon gesagt hatte, ich bin erstaunt, also ich habe auch mit vielen tollen Männern immer zusammengearbeitet, aber ich kenne natürlich auch die ganze Chauvin-Nummer rauf und runter. Und viele dieser Männer haben ja Töchter, die in Top-Ausbildungen sind, von denen sie schwärmen, von denen sie sprechen. Und also ich würde eigentlich gerne so eine Karte immer bei mir haben, wo ich sage, mach den Vatertest. Also in so einer Runde, da denke ich mir, konkret gerichtet an vielleicht den einen oder anderen in der Position, stell dir vor, deine eigene Tochter sitzt in 10 Jahren an diesem Tisch. Würdest du wirklich wollen, dass sie gerade diese Erfahrung macht, die andere machen? Und da können aber manche eine sehr gute doppelte Buchführung. Also es können manche Menschen sehr gut sich auch ja, wie die Axt im Wald benehmen und gleichzeitig von ihren Töchtern und Ehefrauen schwärmen wie sonst was. Da bin ich manchmal richtig fasziniert. Aber also wir brauchen die Männer mindestens genauso wie die anderen Frauen, wenn wir wollen, dass sich da was tut. Herr Franken, es ist ja sozusagen wahrscheinlich auch Ihr täglich Brot, mit vielen Männern zu sprechen, wenn Sie Unternehmen beraten. Und Sie sagen von sich, Sie sind Feminist. Wird man da manchmal schräg angeguckt? Wie ist das so, mit den Männern über Thema Diversität zu sprechen? Wahrscheinlich treffen Sie überwiegend auf Männer, wenn Sie Unternehmen beraten, oder ist das nicht so? Das kommt tatsächlich auf die Abteilung an und auf die Frage, an welcher Stelle der Hierarchien, die es noch gibt, man gerade unterwegs ist. Aber natürlich treffe ich viele Männer in Organisationen und ich trage das Feminismus-Label jetzt nicht so vor mir her, sondern würde im Zweifelsfall eher ein Commitment abgeben, ein Pro-Feminist zu sein. Man bekommt auch da unterschiedliche Aussagen natürlich auf so etwas. Das hängt wiederum von der Frage ab, in welcher Runde man sich gerade befindet. Ich habe schon mit sehr vielen Männern sehr tiefgehende Gespräche geführt, auch über Feminismus, die vielleicht bis dato noch nicht von sich so überzeugt waren, in dieser Thematik sprechfähig zu sein. Aber man muss als Mann sich nicht explizit als Feminist bezeichnen, aus meiner Sicht, um Teil einer Lösung sein zu können oder Teil einer Lösung werden zu können. Ich denke, dass es schon reicht, mal darüber zu reflektieren, mit welcher Haltung man welche Themenbereiche eigentlich angeht. Und ich bin Frau Holzbauer sehr dankbar, dass sie die zwei Dinge Kultur und Diversität angesprochen hat, die unmittelbar miteinander zusammenhängen und eben aber auch angedeutet hat, mit welchen Aussagen man Männer heute bekommt, nämlich mit dem Hinweis auf die Tochter zum Beispiel. Ich bin da immer sehr, sehr zwiegespalten, wenn Männer plötzlich sich für Frauenthemen interessieren, nur weil sie eine Tochter haben, die unter Umständen, unter bestimmten Rahmenbedingungen zu leiden hat. Das ist mir dann doch zu egoistisch geframed, denn die Frage muss erlaubt sein, ob die haben Frau Holzbauer, die haben sie implizit wie explizit gestellt, gab es und gibt es denn keine anderen Frauen in dem Leben dieser Menschen. Aber tatsächlich ist diese nicht vorhandene Haltung teilweise wirklich eklatant und auch die nicht erfolgte Auseinandersetzung mit bestimmten Aspekten wie dem eigenen Privileg, der eigenen Sozialisation, dem eigenen Karriereweg und der Frage, was machen eigentlich meine Privilegien mit anderen Menschen? Und ich glaube, dass in dem Erkennen der eigenen Privilegiertheit und der eigenen Rolle, die damit zusammenhängt und die dadurch geprägt wird, auch ein Schlüssel dafür liegt, dass wir in die Gelegenheit weiterkommen und dass wir mehr Männern auch den Blick öffnen, was ihre Rollen unter Umständen sein könnten, um eben ein Teil der Lösung zu werden. Ja, und wenn Sie jetzt die Unternehmen gehen, wenn Sie mal zusammenfassen, Sie sagen, es ist ja auch ein kultureller Prozess. Wie lange dauert das denn, bis ein Unternehmen sich da so umgestellt hat? Kann man das sagen? Ich glaube, es gibt selten einen Zeitpunkt, wo man sagt, dass diese Umstellung in irgendeiner Form jetzt abgeschlossen ist. Und natürlich ist es ein Prozess, der mitunter Jahre dauert. Jetzt haben Sie natürlich dann die Schwierigkeit, wenn Sie einem Unternehmen sagen, wir begeben uns jetzt zusammen auf einen jahrelangen Prozess, dann hält sich die Begeisterung in der Regel in Grenzen, sondern in der Regel möchte man 5 Maßnahmen
erzählt bekommen, mit denen man dann irgendwie die nächsten anderthalb Jahre bestreiten kann. Und so einfach ist es halt nicht, weil man muss sich schon sehr, sehr tief mit den eigenen mentalen Modellen der Organisation, mit der eigenen Organisationskultur auseinandersetzen. Und Nina Strassner hat es ja gesagt, diese Silver Bullet, diese eine, zwei, diese drei Maßnahmen, die wirklich funktionieren, bei allen, die gibt es eben nicht. Das ist ein sehr individuelles Ding und hängt sehr, sehr stark auch ab von den handelnden Personen. Aber es gibt Hoffnung. Also selbst in den zähesten Organisationen ist am Ende irgendwo zu erkennen, dass sich einzelne Menschen, und es geht tatsächlich dann immer um die Menschen, auf den Weg machen und in Bewegung setzen. Und das ist auch das, was ich als Motivation ziehe aus solchen Dingen, auch wenn das manchmal wirklich zäh ist. Und um mit dem Soziologen Ulrich Beck zu sprechen, was sie immer finden, ist die verbale Aufgeschlossenheit bei weitgehender Verhaltensstarre. Und daran muss man sich ab und zu ein bisschen die Zähne ausbeißen. Sehr schön. Ja, Nicole Bauer. Nicole, das ist ja auch ein Prozess, der auch von unten gestartet werden muss. Ivanka Vukušić, ich hoffe, ich habe ihren Namen richtig ausgesprochen. Also Ivanka hat ja im Chat hier auch schon geschrieben, dass es ja nicht nur um Vorstandsstellen geht, sondern eigentlich müsste man das Ganze ja im Unternehmen auch von unten aufbauen. Von oben, da wird viel diskutiert über die Quote in Vorständen. Aber abgesehen von diesem heiß umstrittenen Thema, Nicole, du bist ja selber aus dem Unternehmen auch. Was meinst du, was kann Politik denn dazu beitragen, um diesen Prozess mitzubegleiten? Jetzt fernab mal von diesem Thema von oben steuern durch Quote. Lass uns erstmal bei dem Aufbau von unten bleiben. Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die spannende Frage. Natürlich ist es so, wenn man den Prozess von unten begleitet, müssen wir uns ganz kritisch mal die Augen öffnen und mal gucken, wie sieht es denn unten tatsächlich aus. Und für eine Frau, die vielleicht im mittleren Alter ist, ist das Thema Familiengründung einfach essentiell notwendig, um einfach, wenn sie das möchte oder wenn das Paar das möchte, um da auch entsprechend sich selbst verwirklichen zu können außerhalb des Berufes. Und dann spielt der Punkt Infrastruktur, Kinderbetreuung eine essentielle Rolle. Aber aus meiner Sicht geht es im Unternehmen um viel, viel mehr. Es geht um einen Kulturwandel, der heute schon einige Male angesprochen wird, der von oben, von unten, von allen Seiten geführt wird, sowohl in der Gesellschaft, im Unternehmen als auch überall anders. Und was wir ja mit der Wahl gestern ja auch ein Stück weit Hoffnung begleitet hat, dass das Thema American Dream auch in Deutschland wieder Einzug halten kann und vor allem auch in der deutschen Wirtschaft, dass man eben von ganz unten bis nach ganz oben vordringen kann. Und aus meiner Sicht ist es auch wichtig, dass wir dabei andere Botschaften loswerden. Einerseits, dass man natürlich bewusstes Talentmanagement macht, von unten nach oben. Denn eine Quote, was ist denn eine Quote? Eine Quote ist nur ganz oben. Die Sichtbarkeit einiger weniger Frauen ganz oben im Vorstand. Ich möchte aber mehr. Ich möchte eine Quote, die am besten wirklich von unten nach oben geht. Transparent ausgewiesen, ein Talentmanagement, das alle mitnimmt, wo Unternehmen ab 2000 Mitarbeiter beispielsweise offenlegen müssen, wie viele Mitarbeiterinnen, also wie ist ihre Diversity-Übersicht und nicht nur Mann oder Frau, da kommt ja noch viel, viel mehr dazu. Wie schaut ihre Diversity in der ersten, in der zweiten und in der dritten Führungsebene aus? Und ich glaube, das bringt uns dazu, dass wir von unten nach oben einfach Transparenz schaffen. Transparenz, so hart wie es klingen mag, ist auch eine Form der Wahrheit. Immer dann, wenn transparent gemacht wird, wie Zahlen aussehen, müssen Handlungen erfolgen. Aber aus meiner Sicht ist dies eine Möglichkeit, um tatsächlich von unten nach oben diese Durchlässigkeit unseres Systems hinzubekommen. Und das sehe ich ganz, ganz wichtig. Aber auch die Botschaft, dass wir allgemein, das ist kein, nicht nur, und das wird heute schon ein paar Mal angesprochen, es ist keine Frauensache. Es ist eigentlich eine ganz klare Gesellschaftssache, die Männer und Frauen gleichermaßen angeht. Und auch das ist eine andere Art von Kultur, dass Männer mitstreiten dafür, dass wir überall die gleichen Möglichkeiten haben, unabhängig ob Mann oder Frau, ob mit Migrationshintergrund oder anderswo. Und dass wir diese Eigenschaften der unterschiedlichen Menschen maximal nutzen, das trägt am Ende auch zu einer besseren Führungskultur bei. Und ich mag an der Stelle auch behaupten, nicht immer haben wir in allen Positionen wirklich die besten Führungskräfte. Denn in der Vergangenheit wurde fachliche Führung und Projektführung gerne miteinander vermischt.
Ja, Nicole, Sven Gossel spannt den Bogen noch mal größer im Chat und fragt, wie ist das mit der Rollenverteilung? Auch nach Ablauf des Elterngelds, gibt es eigentlich familienpolitische Instrumente, wo man diese Rollenaufteilung mal ein bisschen, ich sag mal, aufweichen kann? Kannst du uns dazu mit was auf den Weg geben? Naja, das Spiel geht eigentlich schon beim Thema Elternzeit los. Wie viel Elternzeit nimmt ein Mann? Und es erstreckt sich ja dann darüber hinaus. Aus meiner Sicht kommen da ganz neue Methoden vielleicht auch mit ins Spiel. Es gibt ja schon die ersten Unternehmen, die das machen, dass man Jobsharing und Topsharing macht, dass man sich Führungspositionen teilt miteinander. Das hat natürlich sehr viel mit Verantwortung zu tun, dass es ein Tandem ist, das wirklich höchst verantwortungsvoll miteinander zusammenarbeitet. Aber es gibt schon die ersten Erfahrungswerte und das kann dann ja auch über die Zeit hinaus sein. Doch aktuell ist es immer noch so leider in Unternehmen, dass Männern, die tatsächlich Verantwortung übernehmen wollen, häufiger schlechtes Gewissen gemacht wird, ihnen häufig mitgegeben wird, pass auf, wenn du wirklich mehr als 2 Monate Elternzeit nimmst, du weißt doch, du wirst noch was werden, bist du dir wirklich sicher, dass du den Weg einschlagen möchtest? Und solange das der Fall ist, solange Männer das hören müssen, werden wir wahrscheinlich nicht das erreichen, was wir haben wollen, nämlich dass wirklich das eine Aufgabe der Familie ist, dass sie sich so diese Aufgaben teilt und dass die Frau gleichermaßen auch wenn es nicht immer einfach ist, auch sich selbst im Beruf entfalten kann. Aber das ist mein persönliches Ziel, denn dass dann ganz oben auch noch weitere Frauen existieren. Wie es Kamala Harris gestern Abend auch schön gesagt hat, das können wir uns alle zum Vorbild nehmen. Nina Strassner, wie ist das? Top-Sharing, Job-Sharing wurde hier gerade angesprochen von der Nicole. Vielleicht können Sie haben ja damit Erfahrung auch bei SAP. Können Sie was dazu sagen, was das überhaupt ist, beziehungsweise ob das wirklich hilft? Sind Frauen oder Männer, die sich da eine Führungsposition oder eine Position teilen, wirklich anerkannt im Unternehmen? Kann das funktionieren? Ja, also das Jobsharing beziehungsweise das Co-Leadership, das da angesprochen ist, einer der Stellschrauben, an denen man drehen kann. Und was ich auch in der Diskussion sehr positiv finde, ist, dass wir eben ganz viele Themen nicht nur auf dem Rücken von Frauen diskutieren müssen, sondern wir müssen sie auch ganz gezielt eben auch die Familienthemen an die Männer rantragen. Genauso wie dieser Reflex, lass uns über Frauen reden im Job, auch immer schnell über Teilzeit. Sofort reflexartig über Teilzeit gesprochen wird, sofort wird reflexartig über Kinderbetreuung und all solche Dinge gesprochen. Wir müssen das, und das ist auch in einem Unternehmen total wichtig, auch in einem Unternehmen, das schon so weit ist wie die SAP, bestimmte Themen mal so ganz gezielt cross zu spielen. Bestimmte Themen, die immer so stereotyp zu den Männern kommen, mal zu den Frauen zu spielen und andersrum. Und da ist diese Diskussion über Co-Leadership eigentlich eine ganz gute Sache. Ja, es ist wie eine Partnerschaft, das kann ganz unterschiedlich ausgestaltet sein. Wir haben Co-Leadership, also das bedeutet für alle, die zuhören und jetzt mit diesen Unternehmensbuzzwords jetzt noch nicht so viel anfangen können, wenn sich zwei Führungskräfte eine Führungsposition teilen. Und das muss nicht unbedingt in Teilzeit sein, das haben wir. Wir haben 50-50-Aufteilungen. Und die passieren übrigens auch nicht ausschließlich aus Familiengründen, sondern auch sowas wie Hobbys, ja, oder Freizeit, ja, sind auch immer Währungen, die total interessant sind. Ja. Und die, wir haben auch gemischte Teams, wir haben männlich-männlich, weiblich-weiblich, alles dabei. Und wenn man hört, sind die Gründe, das einzugehen, auch sehr, sehr vielfältig. Und das ist auch nicht nur Teilzeit, sondern manche sind auch 70 oder 100, selbst das gibt es. Es ist aber, wenn man mal alles abzieht, am Ende eine wunderbare Möglichkeit, um so ein bisschen Druck runterzunehmen von einer Führungskraft, von der mal gedacht wird, ach mein Gott, die muss aber jetzt 140% da sein. Selbst wenn es in der Realität am Ende gar nicht so ist, erleichtert es den Einstieg. Es macht wieder an manchen Dingen sichtbarer. Jüngere Kolleginnen oder noch nicht so erfahrene Kollegen und Kolleginnen können mal so den Schritt dahin wagen, fühlen sich noch nicht ganz so alleine, haben jemand Erfahrenen an der Seite. Also eines dieser Instrumente, die ganz spannend sind, aber auch das für sich allein genommen einfach kein guter, kein Garant. Auch das muss gemanagt werden, auch da muss das Team mitziehen, da steckt überall Arbeit dahinter.
Und Diversität, egal in seinen Facetten, ist halt auch kein Garant für ökonomischen Erfolg. Also nur weil man jetzt alle da irgendwie rein, dann rührt man einmal rum und sagt, so, und Co-Leadership haben wir auch, fertig. So funktioniert nicht, kann sogar in die andere Richtung gehen. Deswegen ist das kein Selbstläufer, sondern natürlich müssen auch immer die besten Kräfte, die besten Personen an den besten Stellen sein. Und da haben wir vorher schon so schön auch von Frau Holzberg gehört, dazu gehört halt auch eine Kultur zuzuhören, was die Leute brauchen, was die Mitarbeitenden brauchen. Und das sagen sie einem natürlich nur, wenn sie die Wahrheit sagen dürfen. Ne? Mhm. Also kommen wir am Ende wieder ganz zurück zu so einer Kultur, ja, die überhaupt kein Mimimi ist, sondern die am Ende ein kann ich sein, wer ich bin. So wollen wir das in jeder Partnerschaft haben, in jeder Familie und letztlich auch im Arbeitsverhältnis. Ich finde das jetzt auch nicht zu viel verlangt. Robert Franken hat gerade ganz toll genickt an der Stelle. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja, also er hat so leidenschaftlich genickt, dass ich ihn jetzt mal hier reinnehme und die Reihenfolge durchmixe. Nein, an der Stelle vor allem, wo es darum ging, dass es ja nicht nur darum geht, hier, dass der Diversity was für einen Unternehmenserfolg bringt. McKinsey bringt ja immer so Studien raus, auch regelmäßig, Diversity Matters heißen die, und da steht das drin, das ist auch ganz, ganz wichtig ist für den Unternehmenserfolg, gemischte Teams, Diversität. Warum haben Sie gerade an der Stelle so genickt, als Frau Strassner sagte, das ist ja nicht so, man rührt da einmal rum und dann, bombs, kommt der Unternehmenserfolg raus? Also erstens habe ich natürlich genickt, weil Nina Strassner sehr viele schlaue Dinge sagt, wie immer. Ich habe aber auch und vor allem an der Stelle genickt, weil ich glaube, dass wir einem massiven Missverständnis unterliegen, also wenn wir der Meinung sind, dass der sogenannte Business Case für Diversity oder Gender Equality die Motivationsschraube ist, die Unternehmen in Bewegung bringt und die Bewegung in das Thema bringt. Ich glaube, dass das Missverständnis darin liegt, dass wir hier zwischen Korrelation und Kausalität nicht unterscheiden. Ich glaube nämlich, dass die Tatsache, dass Organisationen, die mehr Frauen in Führung haben, erfolgreicher sind, nicht darin liegt, dass sie mehr Frauen in Führung haben. Das klingt jetzt ein bisschen ketzerisch, auch und gerade in dieser Runde, aber ich glaube, dass die Organisationen, die mehr Frauen in Führung haben, schlicht und ergreifend sehr viele Dinge auch an anderen Stellen richtig machen, die positiv auf ihre Organisationskultur einzahlen. Diese Unternehmen sind innovationsfähiger, die haben viel mehr Perspektiven eingebunden in die Suche nach Antworten und in die Suche nach den richtigen Fragen, die sie stellen. Und ein Aspekt ist dann auch, dass in solchen Unternehmen Frauen mehr in Führungspositionen kommen und dieses Potenzial, das wir alle mitbringen, in diesen Führungspositionen auch aufgrund der richtigen Rahmenbedingungen abrufen können. Das heißt, wir sollten uns verabschieden von dieser Argumentationsschleife, in die wir immer wieder wie in eine Falle geraten, dass wir immer wieder ökonomisch herleiten müssen, dass es sinnvoll ist, Frauen in Führungspositionen zu bringen. Das ist doch absurd. Und das leider gibt es dieses Narrativ noch ganz oft. Und ich wehre mich da, wie Sie merken, vehement dagegen und bin deswegen sehr dankbar gewesen, dass Nina Strassner das angesprochen hat. Vielleicht ist es ja so, dass man manche Menschen nicht anders erreicht. Aber gut, Richard Siemer hat eine sehr interessante Frage gestellt. Da geht es darum, er sagt, und das wäre eine Frage, ich würde es gerne Frau Holzbohr stellen, die Frage, er schreibt hier auch im Chat, Breen Brown sagt, mach alles, mach es perfekt und lass es niemals anstrengend aussehen. Das ist natürlich ein Riesenanspruch, den sich Frauen noch oft selber stellen. Sie haben ja gerade für was anderes plädiert, vielleicht da ein bisschen Druck rauszunehmen. Wie sehen Sie das und welche nicht Tipps, aber auch welche Dinge sollten sich die Frauen mit auf den Weg nehmen, um nicht an ihrem eigenen Anspruch da zu verzagen, sondern weiterzugehen den Weg? Also ich habe die Frage auch gerade mit großem Interesse gelesen und fand die sehr spannend. Ich bin ja sehr, sehr pragmatisch und auch sehr ehrlich. Ich sage Ihnen ganz offen, hätte ich nicht nach dem "Lass es immer perfekt aussehen" Anspruch gearbeitet, wäre ich nie dahin gekommen, wo ich war. Als ich dann in Führung war, habe ich es als meine Pflicht verstanden, auch Fehlbarkeit sozusagen zu zeigen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist und für alle gelten kann, aber die harte Wahrheit ist, wenn ich jetzt als normale
kleine Angestellte dauernd sage, oh, ich kann heute nicht kommen, weil mir tut der Bauch weh und mein Hund ist krank und mein Kind schreit gerade, dann bin ich schneller weg vom Fenster, als ich gucken kann. Also das heißt, um erstmal in die von der Frau Sand auch angesprochene Machtposition zu kommen, muss es immer so aussehen, als könnte man über Wasser gehen. Wenn man dann da ist, dann muss man, um überhaupt wieder auch die anderen Menschen, und zwar nicht nur Frauen, sondern die Männer genauso zu erreichen, ich finde, dann ist es überhaupt die Pflicht, ich erfahre dann die Wahrheit ja nur, wie geht es meinem Unternehmen, meiner Organisation, meinen Kolleginnen und Kollegen, die erfahre ich ja nur, wenn ich mich so weit öffne, dass ich sage, ich weiß, wie das und das und das ist. Und dann hat man vielleicht eine andere Bühne, ja, dann sagt man vielleicht, okay, ich verstehe, du hast gerade das und das Problem, das lösen wir, aber jetzt gehen wir raus zu einem Kunden oder jetzt geben wir einen Pitch oder jetzt müssen wir da performen und bieten da wieder die perfekte Show. Und wir wissen aber beide, dass im Hintergrund du die ganze Nacht nicht geschlafen hast oder so. Also das heißt, wenn ich jetzt sage, mit dem ständigen Darstellen auch von Schwächen und Verletzlichkeit kommt man nach oben, dann wäre das schlichtweg gelogen. Aber die Verantwortung ist es, wenn man dann die Chance hat, von oben auf die Decke für Männer und Frauen und für alle Ideale, die man hat, zu hauen, dann muss man sogar wieder nahbar sein, sonst verliert man die anderen. Das ist jetzt meine ganz pragmatische, nicht evident erwiesene Antwort und ich fand die Frage wirklich sehr gut. Frau Strassner, teilen Sie das so oder sehen Sie das anders? Absolut. Ich würde das absolut unterschreiben. Genau so rum ist es richtig. Die Führungskraft, die transparent ist, die ehrlich ist, die auch mal sagt, oh shit, das habe ich aber mal völlig verrissen. Können wir hier, also eine Fehlerkultur, finde ich, gehört auch noch dazu. Ja? Wenn man nämlich keine Fehlerkultur hat, dann passiert sowas wie bei Wirecard oder so, weil keiner irgendwo zugeben kann, dass irgendwas schiefgelaufen ist und alle decken sich irgendwie gegenseitig. Das heißt, man muss auch irgendwie fehlbar sein können, man muss mal Fehler machen können, man muss auch mal müde sein können, man muss mit gutem Beispiel vorangehen und da gehört auch gar nicht unbedingt nur sowas wie ein Mimimi und ich habe auch wieder zu. Auch das, ne, zu sagen, ich bin heute müde oder mir geht's heute nicht so gut, ich mache um 13 Uhr, ich gehe jetzt mal nach Hause. Ich erlebe das Gott sei Dank viel so in meinem beruflichen Alltag, aber dazu gehören auch andere Dinge zu sagen, ich habe ein Hobby. Ja? Ich mache heute mal früher Schluss. Das ist so wichtig, ich freue mich schon die ganze Woche irgendwie da drauf oder es ist Weihnachtsfeier in der Kita, da gehe ich hin oder Leute, ich logge mich jetzt mal aus, ich muss noch einen Kuchen backen. Und das gilt übrigens für Männer ganz genauso. Also auch Männer, das war nämlich in der Frage auch so mit drin, wie können Frauen lernen, zu ihren Schwächen zu stehen. Ich finde das auch da wieder cross sehr wichtig, wie können denn auch Männer lernen, zu ihren Schwächen zu stehen und zu sagen, ich habe Bauchweh und ich muss einen Kuchen backen und mir sind meine Kinder wichtig. Ja, das ist da eben auch ganz, ganz wichtig, welche Themen eigentlich, welche Führungskraft, wo, welchem Raum das Ganze gegeben wird. Und auch Männer, möchten ihre Kinder sehen, auch Väter möchten Familie leben, auch Väter haben pflegebedürftige Angehörige. Wir müssen das Ganze nicht nur quasi zu den eigenen Kindern, sondern der Kreislauf hört ja nicht auf, wo wir Schwankungen im Leben haben und auch das beeinträchtigt Männer. Und wenn die dann hören, was, wenn du in Elternzeit gehst, länger als 2 Monate, dann bist du weg vom Fenster. Das ist bei Männern ganz massiv. Ja? Dann liegt das unter anderem an einer Kultur, in der nicht akzeptiert wird, dass Männer auch Familie haben und Männer auch genauso mit Vereinbarkeit und von Beruf und Familie kämpfen müssen. Und da können wir alle jeden Tag mitmachen, indem wir einfach mal anfangen, merkwürdige Fragen zu stellen. Also an männliche Führungskräfte, wie vereinbaren Sie eigentlich Beruf und Familie, Herr Schröder? Ja, super interessant, ja, durch sowas mal durchzugehen. Nicole, wir alle können in der Gesellschaft sozusagen was tun und Fragen stellen, kluge Fragen stellen. Aber was kann die Politik da noch begleiten? Das ist immer noch anscheinend so verfestigte Rollenbilder. Also ich habe hier versucht, diese Kommentare im Chat gleichzeitig zu verfolgen, ganz multitaskingmäßig. Und bei vielen kam raus, es gibt immer noch eine starke Rollenverteilung. Hat Frau Strassner gerade auch angesprochen, wenn ein Mann in Elternzeit geht, wird das anders bewertet als bei einer Frau. Fachkompetenz wird anders bewertet als zwischen Männern und Frauen. Ist ja irgendwie ein gesellschaftliches Thema, aber wir kommen ja doch an den Punkt, wo wir uns fragen,
Kann Politik da irgendwie einen besseren Rahmen dafür geben, dass wir diese starren Rollen, die es ja irgendwie in Deutschland vor allem anscheinend ja immer noch sehr viel gibt, aufbrechen können? Hast du da ein, zwei Punkte, die du mit uns auf den Weg geben kannst? Ja, also das Thema Stereotypen aufbrechen ist vor allem aus meiner Sicht was, was ganz früh anfängt, nämlich zu Kindesbeinen an. Was sehe ich, was bekomme ich mit, was wird mir gelehrt in den Schulbüchern, im Bildungsbereich, in der Kita und so weiter und so fort. Und wenn wir da anfangen, dass in Schulbüchern beispielsweise auch der Mann am Herd steht und die Frau gerade auf dem Weg in die Arbeit ist oder umgekehrt diese Rollenbilder in unterschiedlichen Bereichen darzustellen, dann ist es ein Riesenfortschritt, ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Also möglichst früh anfangen. Das hat auch zur Folge, dass wir eigentlich auch, wenn man ganz genau nochmal hinschaut, dass ja viele Berufe auch gerade das Thema Technologie, von Technologie getrieben sind, weil wir ja in der Transformation von Digitalisierung und Technologie stecken, dass wir auch da gucken, dass wir viel mehr Mädchen für MINT-Berufe begeistern und somit ihnen andere neue Wege eröffnen, dass sie neue Berufe einschlagen können. Aber diese Form der Erziehung, das kann in der Familie passieren, aber auch tatsächlich im Bildungsbereich, die streckt sich vom Kindesbein an, vom Kleinkind, also von der Kita ab, bis zum Älterwerden. Das ist ein Schritt, wo ich sage, da können wir tatsächlich einen Weg anbahnen, der uns dazu bringt, dass man irgendwann das Geschlecht nicht mehr so relevant ist, was ich für einen Beruf einnehme. Und das andere ist natürlich ein gesellschaftlicher Punkt, der Kulturwandel, dass wir im Politischen das genauso haben, dass wir Bilder erzeugen, die es beispielsweise in Neuseeland gibt. Ich kenne jetzt, oder ihr wisst ja alle, jetzt vor wenigen Tagen hat Jacinda Ardern ja ihr Parlament zusammengesetzt, das so divers ist, wie es noch nie war. Männer und Frauen auf ganz unterschiedlichen Plätzen mit ganz unterschiedlichen Eigenschaften. Das ist was, was Politik auch zeigen kann, dass eben es nicht den einen Stereotypen geben kann, wie Politik gemacht wird. Und da müssen wir uns, und ich bin ja bei der FDP, auch sicherlich selber auch noch mal ein Stück weit an die Nase fassen, weil auch wir da ein ganz andere Bilder auch zeigen müssen, wie vielfältig Parteien eigentlich sind. Aber es geht nicht nur Politik oder, sondern es geht nur miteinander, weil im Endeffekt ist es ein gesellschaftlicher Wandel der Gesellschaftskultur, dass es eben miteinander gehen kann bis hin zur Unternehmenskultur. Insgesamt ein ganzer Prozess, der nicht der eine Bereich oder der andere Bereich alleine machen kann, sondern den wir nur miteinander schaffen. Und das führt vor allem auch dazu, dass wir viel, viel mehr für, und da kann Politik wieder helfen, für Flexibilität beitragen können im Beruf, indem dass wir neue Arbeitsformen, neue Gesetze schaffen zum Thema beispielsweise mobiles Arbeiten. Denn wenn, ich weiß nicht, ob viele wissen, worauf sich das mobile Arbeiten aktuell gesetzlich beruht. Immer wenn mobiles Arbeiten ins Spiel kommt, kommt das Telearbeitsgesetz ins Spiel. Und das Telearbeitsgesetz hört sich nicht nur alt an, ist auch aus den 80ern. Es hört sich also nicht nur an wie 80er, es ist 80er. Und was das Spannende dabei ist, dass dort beispielsweise Laptops noch gar nicht verwendet werden dürfen, sondern nur Stationsrechner. Und dass der Lichtwinkel des Arbeitsplatzes auch berücksichtigt werden muss. Und jetzt gucken wir mal in die Reihen der Teilnehmer aktuell, wer hat dort einen Arbeitsplatzwinkel des Lichtes, der kontrolliert werden kann. Ich glaube, diese modernen Gesetzgebungen, sowohl im Bildungsbereich als auch in der Arbeitswelt, die brauchen wir und die können politisch geschaffen werden, bis hin zur Abschaffung der 10-Stunden-Regel, die mir, also zuletzt in der Arbeitswelt, durchaus noch manchmal an so Enge getrieben hat, weil auch ich manchmal abends nochmal den Laptop eingeschaltet habe, bevor ich am nächsten Tag um 6, 7 Uhr morgens wieder zur Arbeit gefahren bin, weil ich dafür aber nachmittags schon mich um andere Dinge kümmern konnte. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Flexibles Arbeiten in einem Kommentar im Chat kam ja auch nochmal jetzt gerade in Zeiten von Corona, wie dann vor allem Frauen, die dann zu Hause sein müssen, um Kinder zu betreuen, Quarantäne, oder weil die Schulen und Kitas nicht so geöffnet sind, oft nicht so gewertschätzt werden, so war es ungefähr. Flexibles Arbeiten, wir wissen das alle, ich weiß das auch, Homeoffice mit kleinen Kindern zu Hause ist schlicht nicht möglich, jedenfalls nicht so sehr, wie sich das manche hier theoretisch vorstellen, aber nichtsdestotrotz, flexibles Arbeiten bietet ja doch schon Vorteile. Jetzt gibt es so verschiedene Studien, die sagen, Homeoffice ist förderlich oder aber auch nicht förderlich für die Karrieren von Frauen.
Wie sehen Sie das denn, Nina Strassner? Wie sehen Sie das? Ist das ein Vorteil oder ist das sozusagen, ach, die Teilzeitmutter macht jetzt noch mal mehr im Homeoffice möglich mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf? Oder ist das gut für uns? Also ich kenne die Diskussion sehr gut. Also ich bin lange Jahre immer mit so einer Fahne rumgelaufen, Homeoffice für alle und Homeoffice immer und Homeoffice ist super, super toll. Jetzt haben wir diese Disruption gehabt, jetzt haben wir alle irgendwie Homeoffice mal mitgekriegt und wie so immer findet auch so ein Lernprozess statt. Ich sehe das jetzt nochmal ein bisschen differenzierter an dieser Stelle. Also Homeoffice ist ganz, ganz sicher eine Stellschraube und eine Lösungsmöglichkeit, um auch in bestimmten Berufen überhaupt erst Teilnahme am Berufsleben weiter möglich zu machen. Ja? Also wer erstmal 2 Stunden mit der Bahn zur Arbeit fahren muss, ja, hat schon mal 2 potenzielle Arbeitsstunden irgendwo in der S-Bahn gelassen oder auf dem Fahrrad oder im Auto oder wie auch immer man sich bewegen muss, die man zu Hause wunderbar hätte arbeiten können. Das heißt, der Schritt zu einer vollzeitnahen Tätigkeit, ne, von 30 auf 35 oder von 25 auf 30 Stunden, ist einfach eine Frage von Flexibilität. Es muss möglich sein, maximal flexibel zu sein. Auf der anderen Seite, und das Thema hatten wir schon ein paar Mal, kommt es natürlich auch auf Visibilität an. Und wer im Homeoffice ist, ist schwieriger sichtbar. Da bin ich jetzt gespannt, was passiert. Ja, wir lernen das ja alle gerade, deswegen müssen wir wirklich sehr, sehr genau hingucken, wie wir eigentlich auch in diesen Zirkeln bleiben können. Denn wir wissen ja, dass es Zirkel gibt, dass man sich austauscht, dass man das, was früher der Flurfunk war, fällt weg. Wenn man irgendwie mitkriegt, wo sich getroffen wird oder wo am Tisch irgendwie gesessen wird, das ist schon besser. Jetzt kriegt man nicht mehr mit, wer wen anruft, ne, und wer irgendwo ist. Das heißt, da werden wir lernen und werden aufpassen müssen. Grundsätzlich bin ich aber ein sehr großer Befürworter davon, Homeoffice da möglich zu machen, wo es möglich ist. Niemand kann über Homeoffice Blut abnehmen, darüber sprechen wir ja gar nicht, ne? Aber wir haben ja jetzt gesehen, welche Unternehmen da gut vorwärts gekommen sind in der Corona-Zeit. Nämlich die versucht haben, das möglich zu machen. Wir hatten vorher schon eine ganz gute Homeoffice-Zeit, 2,5, 3 Tage im Schnitt. Wir gucken natürlich auch immer, fragen immer mal wieder. Und die meisten wünschen sich so eine Kombination, muss man tatsächlich sagen. Also dass dann so diese reine Homeoffice-Geschichte doch nicht so beliebt, wie man es erstmal meinen möchte. Und Sie sprachen gerade einen wichtigen weiteren Punkt an, nämlich, dass man ja ansonsten auch wissen muss, was los ist, so was man sonst so an der Kaffeemaschine erfährt. Ja, richtig. Das ist schon echt ein wichtiger Punkt. Und auch dieser soziale Austausch und dieses Mal hören und so und wie riecht und schmeckt es eigentlich gerade irgendwie auch im Büro, wie sind die alle, wer ist gerade mit wem irgendwo. Das kann schon auch wichtig sein, gilt aber auch wieder für so große Unternehmen, ne? Also müssen ja auch irgendwie mal, sind ja auch nicht alle irgendwie in so 2000 plus Mitarbeiterunternehmen, sondern manche sind auch einfach im Architekturbüro, ja? Und dann kann man auch zu Hause seine Pläne zeichnen, ohne dass ich jetzt Ahnung hätte, was Architekten eigentlich ganz da machen. Aber da kommt es halt auch nicht überall drauf an. Und da, wo es nicht drauf ankommt, muss das einfach drin sein. Ja? Da muss man ja wohl nicht stundenlang rumdiskutieren, ob man da jemandem einen Rechner hinstellt und das möglich macht. Also Und das der Frage, ich greife noch eine Frage aus dem Chat auch auf. Wie ist das mit Netzwerken? Haben Sie bei SAP speziell was gemacht für Frauennetzwerke? Oder wie sehen Sie das insgesamt? Es wird immer viel gesagt, Frauen sollen sich besser vernetzen und so. Ist das richtig? Oder müssen Frauen sich vielmehr auch mit Männern vernetzen? Oder wie sehen Sie das Thema Netzwerk? Das müssen Sie wohl tun. Netzwerke sind total wichtig, aber ein Netzwerk, das in seiner eigenen Filterblase bleibt, haben wir aber heute auch schon gehört, ist total sinnlos. Am Ende sind es dann doch noch die Männer, die die Türen aufmachen müssen. Da muss man einfach jetzt auch nicht drum rumreden. Oder dann jeweils denjenigen die Arbeit mitgeben und sagen, ihr müsst aber auch erstmal. Ne? Also das ist eine Two-Way-Street, die man hier hat. Und diese Netzwerke, die stehen aber für was anderes. Die, wenn man die fördert und wenn man sie aufmacht und wenn man sich mit diesen Netzwerken austauscht, nämlich genau von dieser Kultur des Zuhörens. Weil nur so erfährt man, was eigentlich wirklich anliegt und Programme und Initiativen und Möglichkeiten, die wirklich für die jeweiligen Mitarbeitenden da sind und nicht über ihre Köpfe hinweg und sich dann großartig wundert, dass es nicht funktioniert. Ne? Und natürlich sind solche Sachen nicht die ganze Zeit von Applaus begleitet. Ja? Es findet immer mal irgendjemand irgendwas doof. Ja? Aber auch nur so durch diese Rückmeldung und alle reden immer über Feedback so und man muss auch Mitarbeitenden Feedback geben. Man muss das Feedback auch andersrum ertragen können. Man muss auch als Führungskraft das aushalten können und auch als Personalabteilung sich das Feedback offen und offenherzig holen mit, was machen wir eigentlich gut, was machen wir eigentlich schlecht. Und dafür sind diese Netzwerke gut,
die aber, wenn sie sich nur unter Frauen drehen, eine Ressource sind. Trotzdem brauchen diese Frauennetzwerke, müssen angedockt sein am Ende an jemanden, der ihnen dann auch diese Türen aufmacht, ne? Dass sie sich nämlich das holen können, was ihnen zusteht. Dazu gehört natürlich auch, dass jemand das ihnen dann auch mal gibt, weil sonst hilft es ja nicht. Und machen Sie da irgendwas konkret, also haben Sie irgendwas institutionalisiert bei SAP, was das angeht? Oder sagen Sie, das ergibt sich halt, diese Netzwerke, und man kann nur den Tipp geben, vernetz dich? Oder machen Sie da konkret was? Na, man muss sagen, das ist ja schon eine sehr, sehr gewachsene Unternehmenskultur, was das anbelangt. Also Netzwerke sind sprießen da aus dem Boden, das wird unterstützt. Und es ist zum Beispiel so, dass 10% der Arbeitszeit schon mal per se, wenn man sagt, man möchte sich in einem Netzwerk engagieren, schon mal per se dafür aufgebracht werden dürfen. Dann gibt es ganz viel Budgetunterstützung auch von den Personalabteilungen oder teilweise auch von den Führungskräften, die dann Sponsoren sind und sagen, ey, coole Idee. Ja, und jetzt hat sich zum Beispiel erst durch diese Corona-Zeit ein Netzwerk ausgebildet der Alleinlebenden. Super interessant. Ein Bereich, den man vorher gar nicht so auf dem Tacho hatte, weil das Berufsleben eigentlich so auf Menschen, die allein leben, zugeschnitten ist. Und dann kam Covid und plötzlich große Einsamkeit, Isolation und Probleme, die sich dann da zusammengefunden haben. In diesen Netzwerken und wir als HR-Abteilung in dem Augenblick auch überhaupt erst erfahren haben, was die brauchen. Ne? Also wenn die nicht gewesen wären und gesagt hätten, hallo, dann hätte es vielleicht nur mal ein paar Tage länger gedauert. Die haben sich aber getraut, das zu sagen. Ne? Das heißt, so ein Netzwerk, wenn das wirklich was bringen soll, muss man denen auch zuhören. Da gibt es dann teilweise monatliche Austauschtreffen. Es werden Speakerinnen eingeladen, die dann von der Personalabteilung auch gepusht werden. Ne? Und sagen, hört euch das mal an, geht da mal hin. Da gibt es wirklich, wenn man das möchte, unendliche Möglichkeiten, die übrigens gar nicht so viel Geld kosten. Ne? Also wirklich viel Budget braucht man für solche Sachen gar nicht. Zeit. Bevor ich jetzt Frau Holzbohr nochmal dran nehme, eine kleine Bitte an Sie alle und an euch. Diese Funktion ist wie so ein Chat, fühlt sich das an, aber ich kann die Fragen da drin nicht mehr überblicken, wenn so viel gechattet wird. Also meine herzliche Bitte wäre, jetzt ab jetzt konkrete Fragen reinzuschreiben. Sonst geht das, was vorher drin war, unter, weil ich bin so multitaskingfähig, bin ich nicht, dass ich das alles lesen kann. Insofern wäre es großartig, Fragen reinzustellen. Und genau, so machen wir das. Also Fragen über diese F&A-Funktion. Frau Holzbohr. Ja, ich wollte noch anknüpfen an, was Frau Strassner gesagt hat, was man denn jetzt konkret im Unternehmen oder in der Organisation alles so tun kann. Und also natürlich, wie Herr Franken sagte, also eine Diversität ist kein Erfolgsfaktor für sich. Aber wenn ich reingehe und erstmal mir einen Kulturcheck mache von dem Unternehmen, von der Organisation, dann sehe ich ja auch erst schon mal, wie liegen die Karten. Wenn ich beispielsweise 70% der Belegschaft weiblich habe, aber in der Führung irgendwie 0-2%, dann ahne ich vielleicht, dass ich da nochmal was nachrüsten kann. Also erstmal so ein Kulturcheck. Und dann wurde ja auch schon mehrfach angesprochen, wie ist denn meine Pipeline? Weil man kann ja nicht von 0 auf 100 sagen, ich möchte jetzt in den und den Positionen Frauen haben, wenn ich die Pipeline, also das unterwegs Dahinsein nie befördert habe. Also wo nichts hinwächst, ist dann halt am Ende auch gar nichts. Das heißt, ich muss dann sofort einsteigen in die Frage, wie lief denn das bisher? Und also ich rate auch jedem immer, die Auswahlprozesse anzusehen. Also wenn mir jemand sagt, unser Assessment Center hat sich seit 20 Jahren bewährt, da müssen wir nicht dran, dann ist es eigentlich das erste Alarmsignal zu schreien, um Gottes Willen, schaut euch das mal an. Also die Frage, verhindern vielleicht bestimmte Auswahlmechanismen schon, dass es attraktiv ist. Und ich möchte nochmal weg vom reinen Fraubild, man verliert ja auch so viele gute Männer unterwegs bei falscher Kultur. Das fällt nur nicht so auf, weil ja immer so viele Männer da sind. Aber man verliert auch einen bestimmten Männertyp oft unterwegs, den man eigentlich gerne verstärkt im Unternehmen aktiv hätte. Also das heißt, mal sehen, wie sind die ganzen Auswahlprozesse. Und dann, das habe ich persönlich sehr gemerkt, auch wenn Sie Personalvorstand sind, kriegen Sie ja Dinge auch nur mit, wenn Sie wirklich nachbohren und rückwärts nachlaufen. Also wenn Sie sich an der Papierlage aufhalten, dann sterben Sie glücklich und wissen gar nicht, was eigentlich los war. Und wenn dann eine bestimmte Position frei ist und das heißt, warum haben wir denn da jetzt keine Frau im Vorschlag? Und das heißt immer, die wollten alle nicht. Also es lohnt sich, das ist jetzt ein Appell an alle, die auch in Führung sind, egal in welcher Ebene, es lohnt sich nochmal das Nachfassen, wen habe
habt ihr denn gefragt und warum wollten die nicht? Und es lohnt sich sogar auch mal selbst zum Hörer zu greifen und zu fragen, was war denn der Grund? Und manchmal stellt sich heraus, dass die Ansprache so unattraktiv war, dass also den Job, so wie der dargestellt wurde, den hätte vielleicht keiner gewollt. Und es gibt auch Studien dazu, dass auch die Frage, mit welchen Worten, Adjektiven und Formulierungen ist eine interne oder externe Ausschreibung bestückt, dass das was auslöst, wer sich davon angesprochen fühlt oder nicht. Also das heißt, der Teufel steckt da wirklich im Detail. Und auch zum Beispiel so ein Thema wie Zielsysteme. Auch Zielsysteme können so gestaltet sein, dass sie vielleicht nicht nur dem Kunden nicht helfen, sondern auch intern Potenziale verschleißen. Also es gibt da ganz viele Wege. Und im Chat haben mehrere die Frage gestellt, braucht es denn an einer bestimmten Stelle eine Person, die sich dafür einsetzt? Und ich würde immer sagen, ja, und zwar egal ob Mann oder Frau, und zwar auch quer durch die Ebenen. Also es bringt nichts, einen loszuschicken, der dafür kämpft, wenn der Vorstand sagt, ich befasse mich damit aber nicht. Also am Ende ist es immer ein Thema von persönlichem Engagement und der Teufel steckt wirklich im Detail. Also man muss jeden Stein umdrehen und fragen, wie ist da der Attraktivitätsfaktor? Und wenn wir das dann geschafft haben, dann haben wir vielleicht künftig mehr in Führung, die dann so agieren, dass die Mitarbeiter sich nicht per Fassade erst dahin arbeiten müssen, sondern dann haben wir vielleicht irgendwann den Wandel drin. Franken, das war ja auch hier im Kommentar auch drin, dass es immer eigentlich jemanden braucht. Chefsache muss das sein und es muss nachhaltig sein und man muss nachfassen, sagte auch gerade Frau Holzbohr nochmal, sonst kommt man da einfach nicht weiter. Was ist Ihre Erfahrung, damit das auch nachhaltig wirkt und nicht nur so ein, wir haben jetzt mal was für Diversity gemacht, so auf der Proforma ist, sondern dass das wirklich Wirkung zeigt? Es gibt ja ganz viele Organisationskulturaufschläge, die wirklich auf dieser von Ihnen gut beschriebenen Schauseite agieren, wo dann am Ende bunte Bilder in den Fluren hängen und markige Sprüche. Und aber alle Beteiligten eigentlich wissen, dass das den Tatsachen nicht entspricht, was dort propagiert wird und dass dann eine entsprechende kulturelle Gap, wie man sagt, eine Lücke entsteht zwischen dem, was man eigentlich sagt, was man tun möchte und dem, was man tatsächlich tut. Und das ist für jede Organisation gefährlich. Insofern bin ich Frau Holzbohr sehr dankbar für nochmal das Insistieren auf dem Thema Organisationskultur. Ich muss ja quasi die Dilemmata der Organisation besprechbar machen auf irgendeine Art und Weise und brauche ein einigermaßen kollektives Verständnis davon, wie eine Organisation kulturell aufgestellt ist. Warum verhalten sich Menschen in einer Organisation so, wie sie es tun? Dem Ganzen liegt zugrunde, dass wir davon ausgehen, dass Menschen sich in Systemen, also zum Beispiel in Unternehmen, immer schlau verhalten, immer so verhalten, wie sie glauben, dass es richtig ist. Deswegen muss man gucken, wie kommt es denn zu bestimmten Verhaltensweisen? Deswegen sind so Fragen wichtig. Wer wird denn in einem Unternehmen befördert und warum? Welches Verhalten wird belohnt und welches wird sanktioniert oder nicht belohnt? Wo entstehen Komplizenschaften und wo entsteht sozusagen auch ein gewisser Lösungsanspruch? Und diese Geschichte, es geht nur gemeinsam, an die würde ich gerne noch mal kurz anknüpfen, denn wenn wir sagen, wir brauchen mehr Frauen in Führung, dann unterschreiben wir das, glaube ich, alle. Die Frage ist ja für mich so ein bisschen, was ist denn die Kehrseite dieser Forderung? Heißt es nicht automatisch, dass wir weniger Männer in Führung brauchen? Und wo werden denn solche Debatten überhaupt geführt? Und auf welche Art werden die geführt? Denn wenn wir davon ausgehen, es geht nur gemeinsam, dann brauchen wir dieses gemeinsame Boot, das sich in eine gemeinsam noch zu definierende Richtung bewegt. Wenn wir aber schon mal alle aus diesem Boot rausschubsen und das Ganze oder die Hälfte und das als Verlustdebatte führen, dass wir die Männer, ne, aber wir wissen, wir pauschalisieren gerade ein bisschen, wenn wir die Männer in Stellung bringen, dass sie sich schon glauben, wehren zu müssen gegen irgendwelche Veränderungen, weil sie glauben, es geht ihnen irgendwie an Vorteile, an Privilegien und so weiter, dann müssen wir das besser erklären, auch wenn das manchmal ein bisschen mühsam ist. Aber die Männer in Anführungszeichen dann später mitnehmen zu wollen, das ist erheblich mühsamer, als sie von Anfang an im Boot zu haben. Und ein Schlüssel könnte eben sein, den Männern mal zu spiegeln, was diese Kultur, was diese Sozialisation mit ihnen macht. Denn es ist ja nicht nur so, dass nur Frauen unter Organisationskulturen leiden, sondern auch sehr viele Männer. Männer merken es nur nicht, weil sie glauben, sie sind am richtigen Ort, das ist ihr Ding. Sie müssen sich genau so verhalten, um dort Karriere zu machen. Und wenn wir das dekonstruieren,
Und es gibt da einen wunderbaren Begriff, der eigentlich auch gruselig ist, denn der heißt Hyperinklusion. Philine Erfurt hat eine Dissertation, eine sensationelle Dissertation darüber geschrieben, dass Männer in hohen Führungspositionen eigentlich nur noch ein Ding in ihrem Leben machen, nämlich diese Führungsposition auszufüllen. Die haben keine Care-Verpflichtungen mehr. Die haben keine anderen Themen mehr in ihrem Leben. Das wird ihnen alles abgenommen. Das wird alles delegiert. Und wenn wir da rangehen und das auch emotionaler diskutieren mit denen, was macht das eigentlich mit euch? Und haben wir nicht vielleicht mehr gemeinsame Ziele, als wir bis dato glauben? Dann haben wir eine Chance, diese Debatte wieder gemeinsamer zu führen und dort auch ins Gestalten zu kommen, eben auf der Basis eines gemeinsamen Verständnisses von Kultur. Total spannend, Frank. Aber wenn ich Sie dann richtig verstehe, wenn es auch darum geht, das nicht nur als Verlustdebatte zu führen, dann muss ich doch nochmal zum Thema Quote kommen. Ist dann das Thema Quote, so also eine Vorstandsquote, ist das nicht dann der absolute Schrecken für eine gemeinsame Herangehensweise, weil das Thema Quote war auch in einzelnen Wortbeiträgen im Chat von drin. Oder kann man das, ist das was, was man auch so gestalten kann, dass es nicht nur als Verlust für Positionen für Männer sich ausgestaltet? Wie sehen Sie das dann? Man kann sicherlich versuchen, das zu gestalten. Wir werden nicht umhin kommen, dass das für das ein oder andere Individuum tatsächlich ein Schrecken sein wird, ja. Aber so ganz ohne Platz machen wird es nicht funktionieren. Die Frage ist ja, bei denen, die nachkommen, gibt es dann nur diese Einbahnstraße hin zu einer Kaminkarriere, wo am Ende dann ein wie auch immer gearteter Vorstandsposten steht? Oder gibt es auch noch andere Ideen von Karrieren? Gibt es auch noch andere Ideen von Miteinander und Gestaltung? Und wie sieht es eigentlich aus mit dem, was ihr aus eurem Leben jenseits der Erwerbsarbeit noch so tun wollt? Und das kommt mir ein bisschen zu kurz mitunter. Das ist nicht heute Thema, ich weiß schon. Aber es könnte ein Schlüssel für zielführende Gespräche in Organisationen sein, zwischen Männern und Frauen und allen Geschlechtern, um zu überprüfen, wo sind denn eigentlich die weißen Flecken. Also wer hat sich denn vielleicht noch nicht damit auseinandergesetzt, was es noch für Alternativen gibt im Leben und wie groß ist denn dieser Druck und diese sogenannte Opferbereitschaft, die allen abverlangt wird, wirklich? Und da müssen wir an der einen oder anderen Stelle aus meiner Sicht raus. Super spannend. Nicole Bauer, das ist ja, mich erinnert diese Debatte ja auch stark an Prozesse und Diskussionen in der Politik selbst. Das sind ja, da geht es ja auch um Führungspositionen und um Menschen, die vielleicht nicht mehr viel anderes machen und sehr darauf fokussiert sind. Was teilst du die Einschätzung von Herrn Franken, dass das sozusagen ja ein Diskussionsprozess auch darum ist, wie man Karrieren ermöglicht, dass es Lebensphasen gibt, wo das eine und das andere eine Rolle spielt, aber dass das eben nicht eine eindimensionale Geschichte ist? Und was muss Politik an sich eigentlich arbeiten, um ein gemeinsames Miteinander hier zu befördern? Ich glaube, du wurdest auch heute gefragt im Übrigen. Das war der allererste Kommentar. Ich will es dir nicht verheimlichen. Christian Lindner sagte, Frauen wollen keine Quote. Ja, tatsächlich bin ich da sehr, sehr nah beim Herrn Franken. Ich denke, dass es viel, viele Parallelen aus der Unternehmenswelt in der Politikwelt gibt. Es gibt sie. Dass wir dort auch neue Wege denken, der Beteiligung, der Einbringung, der Art, wie wir Politik machen, wo Politik stattfindet, ob die Politik auch beispielsweise auf ganz neuen Arbeitsformaten stattfinden kann. Wir haben beispielsweise auf Bundesebene seit kurzem auch das ganze Thema neue Arbeitswelt der Parteiarbeit im Hinblick auf virtuelle Beteiligung, aber auch, dass wir neue Arbeitsformen finden. Und ich glaube, in dem Punkt haben wir ganz, ganz viele Parallelen zwischen Unternehmenskultur und Politikkultur, aber auch darüber hinaus. Natürlich ist es eben nicht so, und das wollte ich vorher auch ein Stück weit nahebringen, es ist nicht so, nur Familie oder nur Quote ist das alleinige, die alleinige Möglichkeit, wie wir was verändern können, auch nicht im Politischen. Ist das mein Internet oder stockt es gerade bei Nicole Bauer? Ich höre gerade auch nichts mehr. Wenn noch jemand was nicht hört, wäre ich schon fast beruhigt. Ich habe nämlich schon hektisch versucht zu klicken. Okay. Same here. Sie ist gerade eingefroren.
She froze. Ja, gucken wir mal, ob das Internet gleich wiederkommt. Es ist Nicole gerade mittendrin unterbrochen worden im Vergleich. Ah, kommt sie aber wieder. Da ist sie wieder. Bin wieder da. Ich bin aus irgendwelchen Gründen rausgefallen. Aber ich glaube, dass es eben viel vielfältiger sein muss, die Diskussion, auch in der Politik. Eben nicht nur Quote ist es allein, die alleinige Möglichkeit, sondern wie wir auf allen politischen Ebenen, auf allen Ebenen, wo Verantwortung übernommen wird, tatsächlich eine moderne Arbeitswelt auch gestalten können. Und das ist es extrem entscheidend. Deshalb halte ich es auch für nicht zielführend, nur Quote zu diskutieren. Aber auf der anderen Seite brauchen wir Ziele. Es kann nicht sein, dass wir uns darüber keine Gedanken machen, wie sich Führungsteams zusammensetzen, wie sich Teams überhaupt zusammensetzen. Ich habe auch im Chat gelesen, dass die Frage gestellt wurde, inwiefern möglicherweise eine Doppelspitze möglich ist. Auch da fände ich es gut, wenn tatsächlich Führungskräfte, die Vorsitzenden, sich die Gedanken machen, ob das ein Weg sein kann. Aber es ist nur ein Instrument neben vielen anderen. Und das muss Politik, das müssen wir als Abgeordnete begreifen. Und wir müssen auch begreifen, dass Unternehmen, und das war auch im Chat schon zu lesen, oft schon viel weiter sind. Also wenn ich mir anschaue, wie die Unternehmen in Berlin gestaltet sind, wie sie aber auch so bis in meine Heimat Niederbayern gestaltet sind, dann muss ich oft und ganz klar hinschauen, die sind oft schon weiter. Und da stellt man sich eher die Frage, mit was beschäftigt sich da gerade Politik? Ist es das wirklich unser Problem? Aber es ist in vielen Bereichen ganz unterschiedliche Grundausgangsbasis und sicherlich was für die Unternehmen gilt, gilt auch für die Politik. Und dass Politik aktuell nicht so attraktiv ist für Frauen, das ist ein Thema. Die Frage ist, wie können wir das so verändern, dass dort auch viel, viel mehr Frauen Politik machen wollen. Das hat neben Kultur natürlich auch das Miteinander, der Ton zu tun. Und wir hatten vorher noch den Zeitartikel jetzt, einen Spiegelartikel von Verena Koch-Merin da, wo sie zu ihrer Krankheit des Brustkrebses ein Interview gegeben hat, welches nur von Sexismus überlagert ist. Und auch dazu, wenn wir so weitermachen, wird es nicht den Erfolg haben, wie wir uns das vorstellen. Und im Unternehmen genauso. Deshalb ganz klar, Ziele ja, ganz oben auch ja. Gemischt auftreten, möglichst vielfältige Teams, ja, aber es hat was mit Führung zu tun. Der Vorsitzende, die Vorsitzende muss es wollen und muss es auch durchsetzen. Und es braucht eine Veränderung der Kultur, aber auch eine Debatte, was ist der richtige Ton? Also ein Code of Conduct, der muss auch aus meiner Sicht überall herrschen, um tatsächlich ein Miteinander stärker gestalten zu können. Ja, hier im Chat wird das gerade bestätigt, unsäglicher Spiegelartikel, also nicht jetzt Silvana Koch-Merins Antworten, sondern die Fragen und Kommentare des Journalisten. Quote erregt die Gemüter. Ich sehe schon wieder hier so ein paar Anmerkungen im Chat. Frau Strassner, wie sehen Sie das denn? Ist das, ihr sagte jemand, werden dann Frauen nicht wieder anders behandelt als sonst? Wenn man eine Quote einführt? Ja, also was ich viel interessanter fand, es geht mir sehr, sehr schnell mit der Quote, ist man ja immer sehr schnell auf diesem Kompetenz. Bereich. Also das geht ja wirklich in the blink of an eye, fällt das Wort Quote und so, es sollte aber dringend nach Kompetenz eingestellt werden. Also das eine bedingt das andere wirklich nicht, also jedenfalls nicht zwingend. Ja? Also die Kausalkette ist hier nicht da, dass eine Quote unbedingt dazu führt, dass deswegen weniger kompetente Menschen, das ist nicht die Idee dahinter, sondern eine Krücke. Es gibt die wenigsten, die sagen, also Quote, beste Idee ever, sollte eignen. Also das ist nicht die Basis der Diskussion, sondern die meisten sind sich da eigentlich schon einig, dass die Wirkweise der Quote eine ziemlich gute Sache ist. Ja? Also dass eben, wenn etwas verpflichtend sein muss und dann fällt jemand raus, eine Frau dann in dem Moment aus der Führungsposition, muss sie ja wieder ersetzt werden durch jemanden, der nachkommt. Das heißt, das, was da dahinter steht, ist eigentlich etwas, was man auch wunderbar ohne Quote erreichen kann, nämlich indem man ein beherztes Nachfolgemanagement macht, ja, und einfach guckt, wer kann, wenn jemand wegfällt, nachkommen. Und da sind ja die Lücken, das haben wir vorher schon von Frau Hausberg wunderbar gehört, man muss eben gucken, wen habe ich in der Pipeline,
Wie kriegen wir die Führungskräfte dazu, da eben auch hinzugucken? Das ist manchmal wegen der eigenen Stereotype, mit denen man so belastet ist, manchmal gar nicht so einfach. Ja? Das ist auch, wir hörten es auch vorher von Robert, das Problem bewundern bei gleichzeitiger Verhaltensstarre. Also was kann man denn da jetzt eigentlich machen? Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Grundsätzlich finde ich aber allein die Debatte über die Quote wichtig. Ja? Also eigentlich sitze ich dann da immer mit Popcorn und gucke mir das an, weil diese Quote so oft genau diese Schmerzpunkte aufzeigt und dieses, wir wollen ja nicht wegen des Geschlechts weiterkommen, das kann man sowohl für die Quote als auch gegen die Quote anführen. Das ist immer das, also es soll nicht ein Geschlecht wegen des Geschlechts weiterkommen, sondern nur wegen der Leistung. Deswegen sind diese Argumente total wichtig. Mich strengt die Diskussion eigentlich schon gar nicht mehr an. Ich finde das eigentlich immer sehr, sehr gut, das zu hören, weil man dann eben auch weiß, wo die Schmerzpunkte sind. Ja. Frau Holzbohl, strengt Sie das Thema an und könnte man auch, meinen Sie, dass es Unternehmen schaffen könnten oder Organisationen schaffen könnten durch Zielvereinbarung? Also bis jetzt läuft das ja so ein bisschen schwierig mit freiwilligen Zielen, die sich Unternehmen ja setzen. Es gibt ja auch immer noch genügend, die sich das Ziel Null setzen, was ich also absurd finde. Das kann nicht sein, dass es Null ist. Aber meinen Sie, dass dieses Instrument tauglich ist, dass das was bringen könnte, Ihrer Erfahrung nach? Und wenn ja, wie muss es dann ausgestaltet sein? Also ich leide ehrlich gesagt schon unter der Diskussion, weil ich auch ständig hin und her gerissen bin, sage ich ganz offen. Also ich bin überhaupt kein Freund von Regulierungen. Ja, und ich habe auch immer gesagt, Gesetze verändern nicht eine Geisteshaltung oder eine Haltung. Ich bin nur an manchen Stellen gebe ich zu, so frustriert und verzweifelt, dass ich mich frage, was gibt es denn eigentlich noch für Hebel? Also ich habe früher immer scherzhaft gesagt, noch bin ich gegen eine Quote, beweist mir, dass es auch anders geht. Und das sage ich jetzt schon ziemlich lange, so wie wenn man dem Kind sagt, das ist das allerletzte Mal, dass ich sage, putz jetzt die Zähne. Also ich frage mich, ob dann irgendwann vielleicht doch ein Hebel kommen muss. Aber also das Dilemma ist, dass ich gesehen habe, und zwar egal, um welchen Lebenssachverhalt es geht, das Gesetz oder die Vorgabe verändert nicht die Haltung dahinter, sondern radikalisiert sogar manchmal noch mal hinter der Fassade. Und ich habe ein bisschen Angst vor diesen Gegenbewegungen, die dann auch sehr stillschweigend sind. Das heißt, dann finden Dinge nicht mehr in Hinterzimmern, sondern in Hinterzimmern statt, weil die Geisteshaltung sich einfach nicht geändert hat. Auf der anderen Seite fehlt mir wirklich der Hebel und ich sehe auch durch Corona unsere Sache nicht wirklich nach vorne befördert. Also Sie sehen mich zu dem Thema aufrecht verzweifelt hin und her gerissen. Und was ich einfach konsequent mache, ich sensibilisiere. Das fängt schon an bei meiner Tochter, wenn irgendwo eine Diskussionsrunde ist oder ein Bild, auch vielleicht aus alten Zeiten, Wirtschaftsrunden oder so. Ich sage immer, schau mal, was fällt dir da auf? Und sie sagt dann schon reflexartig, stimmt, da sitzt keine Frau. Und also ich fand zum Beispiel mal spannend, so eine Initiative, dass wieder unter Männern, die gesagt haben, sie gehen nicht auf ein Podium, das nur monogeschlechtlich besetzt ist. Das ist jetzt keine Regulierung, kein Gesetz, aber es sensibilisiert irgendwie. Also ich möchte halt am Ende wirklich Menschen erreichen und sie nicht mit einer Paragraphenbrechstange wozu bringen. Und dieser Weg ist unglaublich mühsam, aber ich glaube, er ist am Ende nachhaltiger. Herr Franken, Sie haben gerade genickt bei der Gefahr, dass es sich dann in Hinterzimmer bewegen könnte. War das ein zustimmendes Nicken oder ein Nachdenken? Ja, ein sorgenvolles zustimmendes Nicken, weil ich die Gefahr tatsächlich auch sehe. Ich frage mich natürlich auch, ähnlich wie Frau Holzbohr, A, wo sind die Hebel und B, wo kommt der Druck denn her auf Unternehmen, sich zu verändern, jenseits von Interventionen, die wir unter anderem mit Quote, vielleicht ein Wort zur Quote ganz kurz, für mich ist eine Quote eine Designintervention im Zuge der Systemveränderung, nicht mehr. Ich glaube, diese Heiligsprechung in der Quote oder sie zu verteufeln, die wird dem Thema, glaube ich, gar nicht so sehr gerecht. Und ähnlich wie Nina Strassner finde ich auch, dass allein der Dialog darüber sehr, sehr wichtig ist, weil es eben Themen nach oben spült. Aber ich habe neulich in der Diskussion eine Professorin mitbekommen, die in MINT-Fächern unterrichtet und ihren ambitionierten StudentInnen, vor allem den StudentInnen, sagt, ich rate euch, wenn ihr Karriere machen wollt, geht ins Ausland.
Und das ist ja dann schon auch nicht nur für den Mittelstand ein Alarmsignal. Ja? Also da finde ich, da kommt dann plötzlich Bewegung in die Geschichte rein. Weil, das ist nämlich auch richtig, immer mehr Männer finden ja die Bedingungen, unter denen sie Karriere machen sollen, arbeiten sollen, Leistung bringen sollen etc. auch nicht mehr so attraktiv, wie es unter Umständen schon mal war. Und wenn man sich mal ein bisschen konzentrieren würde auf das, was den Organisationen, den Unternehmen, aber auch einem Land dort verloren gehen kann, wenn die Rahmenbedingungen nicht stimmen und Menschen, auf die wir angewiesen sind, auf deren Innovationskraft und Engagement wir angewiesen sind, tatsächlich sich überlegen, nach Alternativen umsehen, dann glaube ich, entsteht dann auch von einer gewissen Seite Druck, zumindest bei den Leuten, die sich das erlauben können. Und das müssen wir dann auch kurz einmal ansprechen. Diese Wahlfreiheit haben halt nicht viele. Und das ist schon eine elitäre Diskussion, die wir da führen. Wir dürfen sie aber führen. Total interessant, der Aspekt, den Sie sagten, mit dem Raschak macht, dann geht ins Ausland, in den MINT-Fächern. Ich habe ganz interessante Professoren kennengelernt, vielleicht ist es ja dieselbe, die wir kennengelernt haben, die sagte, sie arbeitet gezielt mit Unternehmen, wie zum Beispiel, nannte als positives Beispiel SAP, aber auch andere, mit denen sie wirklich eine Partnerschaft hat, wo sie ihre Studentinnen in diesem Fall hinvermittelt als Berufseinsteigerinnen, das sind Informatikerinnen, die dann in einer Gruppe aber dort eingestellt werden und nicht als Einzige in einem Team sind und nach durchschnittlich ja 5 Jahren oder so wahrscheinlich in diesem Unternehmen gar nicht mehr sind, weil sie einfach ständig als einzige Frau irgendwo, als einzige junge Frau da in Strukturen sind. Frau Strassner, können Sie das bestätigen, dass man auch eigentlich so weit denken muss, um solche Effekte, dass man überhaupt die Frauen hält im Unternehmen und dass sie auch nicht nach 4 Jahren verzweifelt sind und sich abwenden. Gibt es da Strategien bei Ihnen, das mit einzubinden? Also Sie meinen dieses sich Teil der Unternehmenskultur zu fühlen? Ja, also ich glaube, dass... Auch organisatorisch, dass man nicht eine einzige Frau in ein Team mit lauter Männern steckt und die dann... Das wäre schön. Weil für Women in Tech, glaube ich, also wenn da jetzt Women in Tech zuhören, die rollen wahrscheinlich die Augen nach hinten, weil das ihr täglich Brot ist, zum Teil in der Entwicklung, in der Beratung, auch allein unter Männern zu sein. Da kommt dann oft, wenn man mit der Diskussion anfängt, ja, ist denn das schlimm da? Was ist denn schlimm daran? Ich kann das gut. Also das sind so Fragen, die sie gehen einmal aufs Individuum. Es gibt Frauen, die haben damit überhaupt gar kein Problem. Das Interessante ist aber, dass wir eine riesige Kompetenz auf der Strecke lassen, wenn wir die in der Mitte sind oder die sagen, ich möchte das nicht, wenn wir die deswegen verlieren und immer uns nur auf die konzentrieren, dieses Fixing the Women. Du musst halt einfach lernen, dich in so Männerdomänen irgendwie durchzusetzen. Mein Mann mit den Kindern beim Babyschwimmen war, hatte der zum ersten Mal so ein leichtes Gefühl davon, wie das ist, unter Frauen zu sein, und sein Weg war dann noch von Applaus gesäumt, ja. Wenn man das dann auch noch abzieht, und es ist eigentlich eher so dann kann man sich mal ein bisschen, kann sich so empathische Momente mal überlegen, wie sich das eigentlich anfühlt, immer das andere zu sein. Ne? Das heißt, es muss eine Unternehmenskultur da sein, zu sprechen. Wir hatten es vorher schon mal kurz im Chat, diese Women's Networks sind eine gute Möglichkeit. Ne? Buddies nennen wir das, an die Seite zu stellen. Die mitlaufen, und letztlich das A und O ist eine Kultur, wo man mit solchen Sorgen dann auch wirklich an den Arbeitgeber rantreten kann und sagen kann, hier fühle ich mich nicht wohl, ohne dass es ein, oh Gott, wieder eine, die sich nicht durchsetzen kann. Ne? Also das kann es halt am Ende nicht sein, auf die Frauen mit den Ellenbogen zu bauen, denn die Seiten, die diese riesengroßen Ellenbogen fordern, sind oft überhaupt nicht die gewesen, die jemals einen Ellenbogen einsetzen mussten, sondern sie sind in ihrer Peer Group, da ist eigentlich immer alles gut. Und was es da eigentlich braucht, so Ellenbogen auszufahren, das muss man eben versuchen, möglichst gering zu halten. Ja, vielen Dank. Ganz zum Abschluss jetzt, weil wir haben uns eigentlich gesagt, dass wir noch 5 Minuten machen wollten, möchte ich noch ein Thema ganz kurz ansprechen, was auch mehrfach hier im Chat genannt wurde, was wir noch gar nicht angesprochen haben, nämlich es geht ja auch oft ums Geld. Equal Pay. Wenn ich alle Diskutanten noch mal ganz kurz, das Diskutantinnen und Diskutanten bitten darf, das ist ja auch eine kulturelle Sache. Frauen verhandeln wohl statistisch schlechter ihr Gehalt aus.
fangen wir mal an mit Frau Holzbohr. Ist das, kann man da was gegen tun, dass Frauen irgendwie auch anscheinend strukturell, aber auch prozentual weniger verdienen? Also rein rechtlich haben wir natürlich Equal Pay, also wir haben, wo Tarifverträge sind oder so, die unterscheiden nicht und die Funktion unterscheidet auch nicht. Also wir haben formal ein Equal Pay, wir haben aber faktisch tatsächlich diese, ja, vielleicht unterschiedliche Verhandlungsbereitschaft. Und das ist wieder was, da müssen wir ganz früh in der Pipeline ansetzen, schon bei der Erziehung der Kinder, einfach das Thema selbstbewusstes Auftreten. Aber ich weiß, das sagt sich so einfach, wenn man dann erstmal in so einer Konzernstruktur ist oder wenn es heißt, dann kriegt halt jemand, oder wenn man gar nicht weiß, was der andere verlangt im Vorstellungsgespräch, dann sieht das wieder anders aus. Also vielleicht, ob jetzt Equal Pay oder Homeoffice oder diese ganzen Details, heißt, das sind für mich alles Bausteine des Gesamtkonstrukts. Wir wollen, dass es natürlich ist, dass Männer und Frauen völlig gleichberechtigt in allen Positionen zusammenarbeiten. Und ich hoffe, dass unsere Kinder irgendwann drüber lachen, was wir heute für Diskussionen geführt haben. Das ist so das Ziel. Und alles andere, das sind so Bausteine. Also das, also wenn schon die Frau weniger gezahlt bekommt, wo soll ich dann bei der Unternehmenskultur noch anfangen? Also das, also dann ist eh schon dabei, sagt alles wurscht. Also natürlich brauchen wir gleiche Bezahlung, aber der Kern ist der selbstbewusste Ausbildungs- und Berufsweg von Beginn an, von der Ausbildung aufgesetzt bis quer durch alle Hierarchien im Job. Das ist sehr wahr. Nicole, kann Politik vielleicht doch was machen und helfen? Wir haben ja das Entgelttransparenzgesetz, aber so richtig greift das ja irgendwie noch nicht, ne? Also ich habe gehört, die klagen, Arbeitnehmer können da ja klagen auf Transparenz, das sind in erster Linie nur eine Handvoll und das waren dann lustigerweise auch fast alles Männer. Aber das ist ein anderes Thema. Nicole, was kann Politik machen in diesem Bereich? Ja, du hast es schon richtig angesprochen, Entgelttransparenzgesetz. Wir wissen, dass es so ein zahnloser Tiger ist, wie wir schon einige Gesetze haben. Das greift nicht dort, wo es greifen sollte, lässt vieles außer Acht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, dass wir das eben nochmal zur politischen Diskussion bringen, das Entgelttransparenzgesetz, weil uns nützt kein Gesetz, das in keinster Weise greift. Auch die Transparenz, finde ich, gehört zum modernen Unternehmen dazu, dass sich der Arbeitnehmer vorab ein Stück weit auch informieren kann, was verdiene ich. Auf der anderen Seite muss ich sagen, auch ein Stück weit sind die Arbeitnehmer in der Pflicht, wenn ich mich für eine neue Stelle bewerbe, wenn ich weiß, was mein Lebenslauf mit sich bringt, wenn ich weiß, welche Erfahrung ich habe, dass ich dann auch, wie schon angesprochen, selbstständig, selbstbewusst auftrete und auch das Gehalt fordere, das mir zusteht. Aber dazu bedarf es eben, dass ich auch weiß, in welcher Ebene bin ich denn in der Regel für sowas eingruppiert. Das Entgelttransparenzgesetz in der Weise kann nicht greifen. Aus meiner Sicht wäre es eine Möglichkeit, dass Unternehmen auch auf unterschiedlichen Ebenen ausweisen. Und zwar Unternehmen erstmal, kann man auch runterbrechen, erstmal ab 2000, 1500 Mitarbeiter, 500 Mitarbeiter, alles, was darüber hinaus ist, über die Zahl kann man noch streiten. Aber dass wir definitiv transparent schaffen, um dort auch viel, viel mehr Möglichkeiten zu geben. Aber dass wir im Bildungsbereich selbstbewusste junge Menschen ein Stück weit auch heranziehen, die selbstbewusst auftreten, die wissen, was sie können. Und allgemein, wenn ich den Punkt hier nochmal aufgreifen darf, es wurde ja zu Beginn schon erwähnt, ich bin selbst Ingenieurin. Ich glaube auch, dass wir viel vielfältiger in den Berufsbildern denken können und müssen, denn wir brauchen viel, viel mehr Frauen in technischen Berufen. Denn diese Kompetenz, die die Frauen haben, das fehlt aktuell. Beispielsweise in der Entwicklung von einem Sitzgurt oder einem Algorithmus. Und dazu brauchen wir viel, viel mehr Frauen in Tech, dass die eine Ingenieurin nicht mehr die alleinige Ingenieurin sein wird, sondern dass sich in Zukunft gerade in diesem Bereich viel, viel mehr Frauen auch trauen und sich dort auch da dafür, dass die Absolventenquoten steigen und das Unternehmen tatsächlich eine Auswahl haben. Es sind also verschiedene Punkte. Es ist nicht nur ein Aspekt, der hierbei greifen wird. Und es geht dann sogar so weit, dass wir über die steuerrechtliche Thematik nochmal überlegen müssen.
bis hin zum Ehegattensplitting. Auch das fände ich persönlich mal eine interessante Sichtweise. Es hat zwar weniger damit zu tun mit dem Gender Pay Gap, aber viel mehr, damit unser Steuersystem aktuell leider noch nicht die Individuen gleichermaßen berücksichtigt, sondern immer noch tatsächlich, dass es sich für Frauen lohnt, eben eher tendenziell zu Hause zu bleiben, weil das Ehegattensplitting noch viel Raum einnimmt. Aus unserer Sicht wäre da die Abschaffung von Steuerklasse 3 und 5 ein möglicher Weg, um da tatsächlich auch eine Balance zwischen Männern und Frauen anbieten zu können. Danke, Frau Strassner. Möchten Sie zum Thema Geld noch was aus Ihrer Sicht hinzufügen? Schönes Thema, ne? Geld. Mhm. Ja, eigentlich haben wir schon sehr, sehr gute Punkte da gehört. Ich würde nur den einen Flavor da vielleicht nochmal mit reinbringen, dass so dieses Frauen müsst besser verhandeln. Das ist sicherlich richtig. Ich warne aber dafür, davor, dass darauf ausschließlich zu verlagern. Also ich habe auch schon mal überlegt, ob man so Elternzeit-Verhandlungskurse für Männer irgendwie oder werdende Väter irgendwie mal einführen. Also verhandeln ist ja auch so eine Sache, ne? Man muss es halt auch kriegen. Und dann eben, also ich glaube nicht daran, dass Frauen per se schlechter verhandeln. Ich glaube, sie verhandeln eben in anderen Dingen, ne, strukturell. Und man könnte eben auch da sagen, auch zweischneidige Geschichte, Männer können auch sehr gut Familienzeit zum Beispiel rausverhandeln. Auf der einen Seite und wenn es um die Unternehmen geht, für die ich ja da auch sprechen möchte, ist jeder, glaube ich, jeder kennt das Gefühl, dass über Geld sprechen sehr unangenehm ist und dass das ein bisschen Bauchgefühl ist und das so einmal tief durchatmen, bevor man die Führungskraft um Geld bittet. Und dieses, das ist auch Aufgabe der Unternehmen, diese Bauchwehgefühle zu hören und aus der Hohl eine Bringschuld zu machen, also zu suggerieren und ganz proaktiv die ganze Zeit die Gehälter anzugucken und in Personalgesprächen selbstständig die Führungskräfte dazu anzuleiten, die Gehaltsthemen zu thematisieren und zu sagen, ich habe einen Peer-Vergleich gemacht, das und das ist transparent, so und so sieht's aus. Und wir haben festgestellt, wir müssen dich angleichen. Ne? Also das ist etwas, wenn ich da hingeguckt habe, das läuft bei der SAP schon ganz gut, wir mussten da tatsächlich Männer anheben. Interessant, interessant. Mal so dazwischen in manchen Bereichen. Aber das kann sich eigentlich auch schon jedes Unternehmen, wenn es darum geht, wo fühlen sich Frauen wohl, in welcher Kultur fühlen sich auch Eltern wohl, einfach proaktiv dahin zu gehen und zu sagen, wir gucken uns jetzt mal zusammen dein Gehalt an. Hier ist dein Peer-Vergleich, so sieht's aus. Ne? Also das würde schon eine Menge helfen, wenn es schon gesetzlich schwierig ist, das festzulegen ist. Dann sind die Unternehmen aufgerufen, das zu machen. Das ist ja das, was Nicole Bauer gerade vorgeschlagen hat, dass die ihren eigenen Unternehmen, ihren eigenen Gender Pay Gap sich ausrechnen. Man würde genau, ein Interesse daran haben, ne? Weil es kann kein Unternehmen ein Interesse daran haben, Frauen schlechter zu bezahlen als Männer. Also das unterstelle ich Ihnen eigentlich auch nicht. Herr Franken. Ja, also wenn, solange das in Sachen Entgelttransparenzgesetz eine Hohlschuld bleibt und keine Bringschuld wird, sehe ich da auch relativ wenig Chancen. Ich wollte noch anmerken, dass wir angehalten sind, dazu sehr früh damit zu beginnen, über Geld zu sprechen, denn es gibt eine Gender Pay Gap beim Taschengeld. Selbstverständlich leider mal wieder zu Ungunsten der Mädchen, was ich relativ heftig finde. Ich selber habe ganz spannende Erfahrungen mal gemacht, weil ich ja auch Gehaltsgespräche als quasi Arbeitgeber führen durfte oder musste und habe dabei eine Mitarbeiterin gehabt, die sehr, sehr schlecht vorbereitet kam, also gar nicht vorbereitet und auch nicht wusste, was sie auf die Frage, wie viel sie denn haben möchte, antworten solle. Die habe ich dann wieder nach Hause geschickt und habe gesagt, tu mir einen Gefallen und das hilft uns beiden nicht, komm doch bitte vorbereitet, beziehungsweise ich gebe dir folgende Tipps und habe sie dann quasi gegen mich in Anführungszeichen beim Gehaltsgespräch so ein bisschen gecoacht. Gegen die hatte ich nie wieder eine Chance in Anführungszeichen. Ja, also das war eine ganz spannende Erfahrung, weil ich glaube, dass die Frage des Gehalts einfach eine Haltungsfrage ist in der Organisation. Also da spricht ja sehr viel Wertschätzung respektive der Mangel an Wertschätzung. Und das ist, glaube ich, auch ein Indiz für eine sehr, sehr toxische Organisationskultur, wenn sie es aushält, Frauen weniger zu bezahlen. Und ich glaube, mein Nummer 1 Tipp bei Gehaltsverhandlungen ist, man kann sehr, sehr viel mit Schweigen erreichen. Sehr gut. Ja, ich würde sagen, die Zeit ist eigentlich jetzt abgelaufen. Ich komme zu einer Schlussfrage, wo jede von Ihnen noch mal ganz kurz gebeten wird, was zu sagen. Und zwar, die Ria Schröder hat das im Chat ganz wunderbar gefragt. Das ist, danke, Ria, für diese schöne Abschlussfrage. Wie lange wird es denn Ihrer Ansicht noch dauern, bis wir die gläsernen Decken durchbrochen haben? Wie optimistisch sind Sie denn?
Sehr optimistisch, weniger optimistisch, dauert es lange, kurz. Wir machen mal so, Nina Strassner nickt, sie muss jetzt als Erste ran und dann können die anderen sich überlegen. Sagen. Mikado, wer sich zuerst bewegt hat, Björn. Nee, nehme ich gerne den Anfang zu dieser Frage. Also wenn ich nicht optimistisch wäre, dass sich was ändert, wäre ich falsch in meinem Beruf. Daher kommt ganz viel Antrieb, weil ich einfach sicher bin, dass es kein Lost Cause ist. Ich glaube aber auch nicht, dass es morgen erledigt ist. Ich glaube auch nicht, dass wir wirklich in der Nähe sind. Also wenn wir uns immer wieder darüber unterhalten, ob wir da eigentlich schon gleich sind oder sowas, da zeigt dann eigentlich schon, wie viel Federn wir in dieser Diskussion lassen. Also ich glaube, dass es noch, dass noch viel, viel Arbeit da zu tun ist, warne aber davor, dass demotivierend zu finden, weil man sagt, das erlebe ich eh nicht mehr oder das ist nicht mehr so. Das ist ja die Gefahr bei dem, das dauert noch lang. Ja? Ich möchte nicht gestern leben und auch nicht letzte Woche und auch nicht vor 20 Jahren. Ich habe das Gefühl, wir machen hier schon kontinuierliche Fortschritte. Und wenn wir da alle in die Hände spucken, Männer wie Weiblein, umso schneller geht's. Vielen Dank. Frau Holzbohr. Also ich will keine schlechte Stimmung am Sonntagabend machen, deswegen rede ich jetzt gut, wie ich einführe. Also ich bin sozialisiert auch auf einer Mädchenschule. Also Mädchen können alles vom Astronauten bis zum sonst was. Also ich gebe zu, dass mein Idealismus unterhalb dieser jetzt einfach symbolisch genommenen gläsernen Scheibe immer besser war. Also ich war immer optimistischer jenseits der Scheibe als mit dem Blick oder mit den Einblicken, die ich dann auch hatte im Jenseits der Scheibe. Meine Tochter ist jetzt 11. Ich gehe davon aus, dass die mal so leben wird, wie ich eigentlich dachte, dass wir es jetzt schon haben. Mein etwas gedämpfter Optimismus soll nichts an meinem Engagement und meiner Bereitschaft ändern, da wirklich wesentlich mit beizutragen. Und zwar also in erster Linie, glaube ich, über Aufklärung und Überzeugung, wenn es sein muss, auch mal über sehr klare Worte. Und mein Appell geht an alle, die jetzt schon einen, Sie haben es am Anfang gesagt, Frau Jasper Winter oder ich glaube, Frau Sandner war es, wer auch immer einen Machthebel in der Hand hat, möge damit bitte gemeinschaftsfreundlich und so umgehen, dass er alles, was er selbst oder sie selbst erlebt hat im Laufe ihres Dahinkommens, gerade eben nicht macht und nicht sagt, ich musste da auch durch, da müssen andere durch. Also wenn das Credo aller Menschen mit Führungsmacht und überhaupt Macht wäre, dann wären wir deutlich schneller, dann ist es nicht erst, wenn meine Tochter im Berufsleben ist. Vielen Dank. Herr Franken, wie optimistisch sind Sie denn? Ich schließe mich nicht nur aufgrund der Zeit, Frau Holzbohrs Statement und gerade das Schlussstatement. Halbsatz dazu, ich versuche tatsächlich beim eigenen Anspruch an den Aktivismus das Glas halb voll zu sehen, um motiviert zu bleiben und bin ansonsten aber sehr kritisch, was bestimmte Entwicklungen angeht und bin da gern mal Glas halb leer. Aber solange sich das die Waage hält, glaube ich, kommen wir Schritt für Schritt voran. Und Nicole, wie optimistisch bist du? Also nachdem ich ja in der FDP bin, bin ich ja eigentlich ohnehin Zukunftsoptimistin. Deshalb würde ich mal sagen, ich bin schon optimistisch. Aber ich glaube auch, dass ein ganzer Haufen Arbeit noch vor uns liegt. Und wir das nur Männer und Frauen gemeinsam schaffen. Also wenn Frauen jetzt alleine weiter nur das fordern und wir die Männer nicht mit an Bord bekommen und das nicht ein gemeinsames Interesse wird, kann es noch sehr, sehr lang dauern. Aber wenn wir diese Dynamik nutzen, den Wandel der Digitalisierung, die Transformation im Bereich der Digitalisierung und Technik, wenn wir diesen Wandel nutzen in eine moderne Arbeitswelt, wenn wir die Männer mit ins Boot holen und wenn wir Mahatma Gandhi ein bisschen zuhören, der uns mit auf den Weg gegeben hat, sei du selbst die Veränderung, die du dir für das Land so sehr wünschst und dann kannst du was bewegen. Dann glaube ich, dass es auch schon in naher Zukunft gehen wird. Aber sicherlich ist es ein langfristiger Prozess. Der wird schon eine Zeit in Anspruch nehmen. Und es bedeutet aber harte Arbeit, sowohl in der Politik als auch in den Unternehmen, als auch in der gesamten Gesellschaft. Denn es geht am Ende um einen Kulturwandel. Und den wollen doch eigentlich auch alle am Ende. Ob das der ältere Herr ist mit seiner Tochter, die gerade Familie hat oder die gerade selbst im Beruf steckt, oder ob es die junge Frau ist, die einfach ganz nach oben durchdringen möchte. Ich glaube, am Ende werden alle davon profitieren. Deshalb denke ich, es ist jede Anstrengung wert. Ja, vielen Dank. Ich glaube, das sollte uns
mit sehr viel Motivation in den Sonntagabend und in die Woche starten lassen. Mir jedenfalls hat es wahnsinnig gut gefallen und ich möchte mich bei Ihnen nochmal ganz, ganz herzlich bedanken, lieber Robert Franken, liebe Valerie Holzbohr, liebe Nina Strassen und liebe Nicole Bauer. Das war großartig. Vielen Dank. Wir konnten vieles nicht ansprechen, was hier kommentiert wurde, gefragt wurde. Es ist der Zeit geschuldet. Es tut mir auch wirklich leid und dass ich vielleicht nicht ganz so multitaskingfähig war, alles aufzugreifen. Aber man kann auch in 1,5 Stunden dieses Thema nicht abschließend bearbeiten. Insofern Ihnen und euch ganz, ganz herzlichen Dank fürs Zuschalten und Mitdiskutieren und Fragen stellen. Und für das Interesse möchte ich mich bei Ihnen allen ganz, ganz herzlich bedanken. Und für die Organisation möchte ich nochmal aus den verschiedenen Fraktionen die Mitarbeiterinnen Helena Kulich, Eva Kandlinger und Saskia Kreinbaum euch ganz herzlichen Dank und Frank Lehnert natürlich auch für die technische Betreuung. Das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir alle können aus diesem Gespräch viel mitnehmen, um weiter an dieser gemeinsamen Sache zu arbeiten. Und ja, ich wünsche euch und Ihnen einen schönen Sonntagabend und vor allem, dass Sie und ihr alle gesund durch die nächsten Wochen und Monate kommt. Alles Gute. Tschüss.